Damen und Herren, liebe Politiker und Politikerinnen, eine Dame, okay. Wir haben uns hier heute getroffen zu einer Veranstaltung, die da heißt Caro fragt, Politiker antworten. Wir, die das organisiert haben, sind der Verein, Bürgerverein Wir für Caro. Dazu sage ich gleich noch was. Wir für Caro hat sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit reingesteckt, das zu organisieren. Deshalb freuen wir uns wirklich, dass Sie alle gekommen sind. Wir sind auch nicht ganz alleine hier. Sind also nicht nur die hier anwesenden Personen. Wir haben einen YouTube-Kanal freigeschaltet, über den wir übertragen, weil die Corona-Regeln uns doch einiges abverlangt haben hier. Also die Kosten für die Veranstaltung haben sich dadurch mal eben verdoppelt. Aber so ist die Welt, hart, aber ungerecht. Ja, insofern möchte ich aber als allererstes mich wirklich bedanken, nicht nur bei Ihnen für Ihr Kommen, auch bei denen, die jetzt draußen sitzen. Das hat auch was mit Corona zu tun, weil wir nicht so viele Leute hier reinbringen durften. Aber bedanken möchte ich mich vor allem bei den Technikern. Ich hätte nie im Leben gedacht, was das für ein Aufstand ist, wenn man solch eine Veranstaltung innen und außen plant und dann noch einen YouTube-Kanal. Also das ist der blanke Wahnsinn. Die Kollegen, die mit Menschen haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, und ich möchte erstmal wirklich Danke sagen, dass ihr das möglich gemacht habt, weil ohne euch wäre das jetzt nicht gegangen. Ja, und danke würde ich auch gerne sagen unserem Hausherrn, nämlich dem Stefan Seidel. Stefan, komm mal her, du kannst und solltest unbedingt ein paar Worte sagen. Wir sind ja hier in der Stadtmission in Caro und sind so froh, dass wir die Stadtmission haben und dass wir Stefan haben. Danke, danke, Elke. Ja, also auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Politikerinnen, alle, die sich auf den Weg gemacht haben, und ihr als Verein, Wir für Caro. Ich finde es großartig. Was uns verbindet, ist das ehrenamtliche Engagement, das ihr an den Tag gelegt habt und wir als Stadtmission auch hier. Mein Name ist Stefan Seidel, ich bin Pfarrer in der Gemeinde hier. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, in Präsenzform oder online. Toll, dass Sie dabei sind. Die Stadtmission hat diesen Hof vor einigen Jahren übernehmen können und das ist ganz toll. Es gibt hier einen Kindergarten, es gibt hier Wohnungen und es gibt eine Gemeinde. Und darüber hinaus für ganz viele einen Trödelkaffee. Und wir wollen ein Ort sein, wo Menschen Begegnungen erleben können, wo Menschen sich einbringen können. Und es ist eine tolle Spielwiese. Wir streiten uns, wir versöhnen uns und wir wissen Gott über uns und unter uns. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, die wir hier schreiben können. Also wenn Sie Lust haben, kommen Sie einfach vorbei. Das Tor ist ziemlich oft offen. Und wir sind froh, dass wir so eine Plattform schaffen können, wo sowas möglich ist, die nicht kommerzialisiert ist, sondern dass ihr hier sein könnt. Und ich finde das ganz, ganz toll und so wichtig. Demokratie lebt von Beteiligung, vom Fragen, vom Nachdenken und sich nicht nur in den Sessel setzen. Und in dem Sinne freue ich mich auf die Veranstaltung und bin euch total dankbar, dass ihr das in die Wege geleitet habt. Dankeschön. Danke, Stefan. Ja. Bürgerverein Wir für Caro, was ist das, wer sind wir? Der Bürgerverein ist entstanden, man glaubt es kaum, aus der Rahmenplanung Caro. Wir waren 6 Anwohnervertreter in der Rahmenplanung Caro. Da kennen uns vielleicht auch einige schon hier, die uns jetzt im Internet sehen oder auch draußen sitzen. Wir waren 6 Anwohnervertreter und haben dann, als wir merkten, wie die Rahmenplanung läuft, festgestellt, wir müssen mehr machen, als in der Rahmenplanung anwesend sein. Wir haben diesen Verein für ein lebenswertes Caro, ein dauerhaft lebenswertes Caro gebildet. Nicht für die Rahmenplanung alleine, das war nur der Ursprung. Aus der kam dann eine Bürgerinitiative und die kam darin zum Ausdruck, dass 3600 Caroer mit uns der Meinung waren, dass eine ordentliche Verkehrslösung für Caro und den Nordosten zu fordern, weil wir sind ja nicht alleine, und eine ortsverträgliche Bebauung zu fordern, dass das nicht zu viel verlangt ist. Dass wir das machen sollten, und das haben wir in einem Einwohnerantrag auch getan. Ein Einwohnerantrag, ein Instrument, was wir gar nicht kannten bis dahin. Einwohnerantrag an die BVV, Bezirksverordnetenversammlung Pankow. Dieser Einwohnerantrag hat uns dann circa ein Jahr begleitet, nein, ein bisschen mehr als ein Jahr, 14.08.2019 vorgelegt durch Corona und viele Diskussionen, am 11.11.2020 in der BVV Pankow bestätigt und angenommen.
Ja, und dann kam vor einigen Wochen das Signal, jetzt wird die Rahmenplanung Karo abgegeben an den Senat. Neue Spiele, neues Glück. Wir waren erstmal ziemlich irritiert, und zwar vor allen Dingen, weil die Rahmenplanung Karo vom Bezirksamt Pankow abgegeben wurde an den Senat, aber ohne Einarbeitung der Forderungen aus dem Einwohnerantrag. Die standen dann da nicht mehr zur Debatte. Da hat es jetzt eine Nachregelung gegeben, aber da, denke ich mal, sagen uns die Politiker nachher noch etwas dazu. Wir waren jedenfalls zu dem Zeitpunkt dann sicher, dass es richtig und wichtig war, dass wir unseren Bürgerverein Wir für Karo gebildet haben, weil das schafft man dann nicht mehr alleine und auch nicht ohne Organisation. Die heutige Veranstaltung, die ist entstanden, weil es sind ja Wahlen. Und Ziel dieser Veranstaltung ist es, zu verstehen, wer vertritt uns denn bei den Wahlen eigentlich am besten? Welche der Parteien ist denn diejenige, die unsere Interessen vertritt? Und wir sind da weiß Gott nicht engstirnig unterwegs, wir sind ziemlich offen, aber wir haben ganz bestimmte Vorstellungen, wie bestimmte Sachen ablaufen sollen in unserem direkten Wohnumfeld. Ja, und deshalb haben wir vom Prozess her im Frühjahr Wahlprüfsteine formuliert. Wahlprüfsteine ist ein Instrument von Fragen, was man Politikern stellen kann, welche man Politikern stellen kann, in der Regel vor Wahlen. Deshalb Wahlprüfsteine, um zu erfahren, was die Politiker denn dazu eigentlich sagen. Wir haben auch Antworten bekommen, die sind auf unserer Internetseite zu finden. Da ist es sehr ausführlich, aber wir haben uns dann gesagt, das reicht nicht zu sagen, ja, da stehen jetzt die Antworten auf der Internetseite. Reicht nicht aus. Wir wollten eine Podiumsdiskussion haben, und da Corona uns nun nicht verlässt, haben wir die unter den gegebenen Bedingungen. Aber dafür haben wir uns hier heute getroffen. Diese Podiumsdiskussion wollen wir mit einer guten Struktur versehen. Deshalb kamen wir auf eine ganz geniale Idee. Wir haben nämlich eine Moderatorin, eine professionelle Moderatorin uns eingeladen. Das ist die Andrea Köhn. Andrea Köhn ist nicht ganz unbedarft, was Pankow anlangt. Sie ist nämlich Vorstand gewesen in einer Wohnungsbaugenossenschaft hier im Nordosten, kennt also die Themen ein wenig, ist aber ausgebildete Mediatorin. Das heißt, sie weiß auch, wie man Wogen glättet. Jetzt glauben wir nicht, dass es ganz große Wogen gibt, aber es gibt ja durchaus sehr, sehr gegensätzliche Standpunkte. Ja, und dann haben wir natürlich Politiker eingeladen, aller im Parlament sitzenden Parteien. Und von den Politikern wollen wir jetzt Antworten hören zu unseren Fragen. Die Politiker stellt uns der Christoph vor, und eine kleine Sache darf ich Ihnen noch vorab verkünden. Wir haben uns nämlich überlegt, jetzt stellen wir Fragen, und wem erlauben wir denn zuerst zu antworten? Und da haben wir was ganz Banales gemacht. Es gibt ein Losverfahren. Also Sie dürfen dann in einen Topf bzw. in eine Kiste greifen, und dann wird pro Frage ausgelost, wer zuerst antworten darf, weil alles andere wäre irgendwie ungerecht. Losen ist auch komisch, aber haben wir gedacht, dann entscheiden andere darüber. Christoph, ich würde dir jetzt das Mikro übergeben, um die Politiker vorzustellen. Dankeschön. Bin ich zu verstehen? Ja. Ja. Also wir hatten, wie Frau Grossmann schon erwähnte, alle Parteien eingeladen mit der Zahl 2 bis 3 maximal Kandidaten. Deshalb sehen Sie hier in keinem Fall mehr als 3 Kandidaten. Ich fange mal in der Mitte an vorzustellen. Gehe dann nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Ich fange mal mit der CDU an. Sie sehen Herrn Johannes Kraft. Herr Kraft ist seit 2006 in der BVV Pankow. Er ist zurzeit tätig auch im Ausschuss Stadtentwicklung und Grünanlagen der BVV Pankow und ist Fraktionsvorsitzender der CDU in der BVV Pankow. Jetzt kandidiert Herr Kraft für die CDU im Wahlkreis 1 von Pankow zum Abgeordnetenhaus. Ja, dann darf ich daneben vorstellen Frau Manuela Anders-Granitzky. Entschuldigen Sie, dass ich mit dem Herrn angefangen habe. Ich war noch in dem Modus, dass Sie etwas später angekündigt wurden. Lassen Sie uns über Verkehr reden. Okay. Frau Anders-Granitzky ist von 2001 bis 2011 Bezirksverordnete in der BVV Pankow gewesen, wenn ich richtig orientiert bin.
Sie kandidiert für die CDU im Wahlkreis 76 Pankow zum Bundestag. Okay, dann wollte ich jetzt nach ganz links gehen. Dort sehen wir den Herrn Matthias Zarbock. Ich stelle mich mal so hin, dass die Kamera Sie sieht. Herr Zarbock ist seit 2005 für die PDS damals noch, wenn ich richtig orientiert bin, als Bürgerdeputierter im Kulturausschuss der BVV Pankow gewesen. Seit 2006 ist er Bezirksverordneter der BVV Pankow und dort in verschiedenen BVV-Ausschüssen tätig. Seit 2016 Fraktionsvorsitzender für Die Linke in der BVV Pankow. Aktuell kandidiert Herr Zarbock für Die Linke im Wahlkreis 2 von Pankow, also ein Nachbarwahlkreis, zum Abgeordnetenhaus von Berlin. Ja, ich muss entschuldigen, die Frau Breitenbach und den Herrn Wolf, die mussten absagen. Es ist eine Präsenzveranstaltung im Abgeordnetenhaus und die Frau Senatorin Breitenbach und Herr Wolf haben dort Präsenzpflicht. Dann gehen wir nach rechts zum Tisch der AfD. Ich fange mal mit dem Bundestagskandidaten an, mit Herrn Dr. Götz Frömming. Ich habe mal aus dem Internet recherchiert, seit 2017 sind Sie für die AfD im Bundestag. Sie sind dort Obmann im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung und sind parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Aktuell kandidieren Sie für die AfD im Wahlkreis 76 Pankow für den Bundestag. Prima. Dann ist Herr Christian Buchholz da. Er ist seit 2017 Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin. Er hat das Direktmandat von diesem Wahlkreis 1 von Pankow hier errungen 2017. Aktuell kandidiert er für die AfD in unserem Wahlkreis 1 von Pankow zum Abgeordnetenhaus. Und dann darf ich vorstellen Herrn Daniel Krüger. Herr Krüger ist Bezirksstadtrat für Umwelt und öffentliche Ordnung. Und ist das seit 2017. Und ja, Herr Krüger, Sie müssten jetzt noch sagen, Sie Spitzenkandidat für die BVV. Dann gehe ich wieder nach links zur SPD. Wir haben hier den Herrn Mindrup, ist Bundestagskandidat der SPD. Und es ist etwas länger, was ich bei Ihnen jetzt erzählen muss. 1999 bis 2014 waren Sie für die SPD Bezirksverordneter in der BVV Pankow. Sie waren dort im Ausschuss für Wirtschaft, für Finanzen. Sie waren Fraktionsvorsitzender dort der SPD. Seit 2013 sind Sie für die SPD Bundestagsabgeordneter, dort in den Ausschüssen Umwelt, Naturschutz, Bau, Reaktorsicherheit und Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen, also unser heutiges Thema auch. Aktuell kandidieren Sie für die SPD im Wahlkreis 76 Pankow für den Bundestag. Ja, dann haben wir Herrn Willi Franke, Willi mit I am Ende. Und Herr Franke war bisher 2011 bis 2021 für die SPD Bezirksverordneter in der BVV Pankow, dort im Sozialausschuss. Aktuell kandidiert er für die SPD in unserem Wahlkreis 1 von Pankow zum Abgeordnetenhaus Berlin. Wir gehen da wieder nach rechts zur FDP. Ja, vor uns sitzt hier Oliver Simon. Herr Simon ist bisher nicht in einem Wahlgremium politisch tätig gewesen. Er ist Ortsvorsitzender der FDP in Buch. Und zwar seit 2017. Aktuell kandidiert er für die FDP als Bezirksverordneter der BVV Pankow. Korrekt? Gut. Und Wahlkreis 5. Und Wahlkreis 5. Wahlkreis 5. Ja. Okay. So, und wir landen wieder zuletzt in der Mitte. Und zwar bei den Bündnis 90 Grünen, die ja heute zu dritt vertreten sind. Ich fange mal an mit Herrn Stefan Gelpa, ganz rechts.
Gut. Also, Bundestag, ich wollte eigentlich immer beginnen. Also, fangen wir an mit Frau Koch, Frau Dr. Koch. Sie ist seit 2016 in der Bezirksverordnetenversammlung der BVV Pankow, seit 2017 dort Fraktionsvorsitzende der Bündnis 90 Grünen und aktuell sind Sie Kandidatin von Bündnis 90 Grünen als Bezirksbürgermeisterin bzw. Bezirksverordnete, je nach Ergebnis, der BVV Pankow. Prima. So, jetzt darf ich mit Ihnen weitermachen oder gibt es jetzt wieder eine Reihenfolge, die ich beachten muss? Also, dann gehe ich weiter mit Herrn Stefan Gelbhaar. Herr Gelbhaar war bisher nach 2000 stellvertretender Bürgerdeputierter der Bündnis 90 Grünen im Ausschuss für Wirtschaft und öffentliche Ordnung der BVV Pankow, war Kreisvorsitzender der Bündnis 90 Grünen in Pankow und seit 2011 sowie wieder auch seit 2016 Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin. Dort Verkehrs-, Medien- und netzpolitischer Sprecher. Seit 2017 ist er Mitglied des Bundestages, dort Obmann des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und er kandidiert für Bündnis 90 Grüne im Wahlkreis 76 Pankow für den Bundestag. War mit auch wieder eine ganz lange Geschichte. Und zuletzt, zu guter Letzt, Herr Christoph Göring in der Mitte hier. Bisher habe ich nichts gefunden. Aktuell kandidieren Sie für Bündnis 90 Grüne in unserem Wahlkreis 1 in Pankow zum Abgeordnetenhaus von Berlin. Okay? Gut, dann nehme ich an, alle sind jetzt namentlich und von ihren politischen Tätigkeiten her bekannt. Ja, Andrea, geh ans Werk. Dann gehe ich ans Werk. Die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Heute soll es ums Verstehen gehen. Und meine Erfahrung in den vielen Jahren, in denen ich schon Moderation und Mediation durchführe, ist, dass drei Dinge haben sich echt bewährt, wenn wir uns an die hier heute halten. Auch ein kleiner Reminder hier an den Balken nochmal, manchmal, wenn es hochhergeht, geht es in Vergessenheit. Das Erste, lassen Sie einander ausreden. Das Zweite, halten Sie sich bitte an die Redezeit. Wir haben da auch eine Unterstützung, die ist auditiv und visuell. Und wir haben Timekeeper, der das für uns übernehmen wird, damit wir einfach auch in der geplanten Zeit entsprechend alle Themen bearbeiten können, Fragen beantworten können, verstehen können. Und der dritte Punkt, um den ich alle bitten möchte, ist keine Abwertung anderer Meinung, anderer Personen, anderer Standpunkte. Und wenn wir das schaffen, uns daran zu halten, werden wir uns alle hier gut verstehen. Wenn nicht, werde ich Veto einlegen. Gut, dann geht's direkt los mit dem Thema der Bürgerbeteiligung. Denn auch da geht's ja darum, verstanden und gehört zu werden. Richtig, Ecke? Ja, Thema Bürgerbeteiligung aus eigener Erfahrung. Aber wir haben uns auch mal in der Umgebung umgeguckt und es gibt eine interessante Tatsache. Es gibt alleine im Pankower Nordosten 19 Bürgerinitiativen, die wir kennen. Was hat denn das zu bedeuten? Wie kommt denn das? Wie kommen die Leute dazu? Alle gehen arbeiten, alle haben zu tun. Wieso nehmen die sich die Zeit und gehen in irgendeine Bürgerinitiative? Da muss doch irgendetwas seltsam sein. Ich weiß nicht, wie viele Bürgerinitiativen es in Berlin gibt und wie viele Bürgervereine, aber es sind sehr viele. Also fühlen doch viele Bürger sich aufgerufen, etwas zu unternehmen, und zwar ehrenamtlich. In ihrer Freizeit. Viele Bürger, so haben wir festgestellt, wenn wir Kontakt haben mit anderen Bürgerinitiativen, fühlen sich schlicht und ergreifend nicht gehört, fühlen sich überrannt, überrollt von irgendwelchen Dingen, die plötzlich und unerwartet entschieden werden
Und es gibt viele solcher scheinbaren Kleinigkeiten, die das tägliche Leben beeinflussen. Und darum bilden sich Bürgerinitiativen. Unsere Erfahrung ist auch, dass unsere Exekutive, das Bezirksamt zum Beispiel in diesem Falle, Senat auch eine Exekutive, durchaus Dinge tut, die den Bürgern überhaupt nicht gefallen, ohne dass der Bürger vorher sich gefragt fühlte. Und dann kriegt man im Zweifelsfall mal die Antwort, naja, wieso, wir haben das da auf Seite 95 der Zeitschrift sowieso doch veröffentlicht, warum haben Sie da nichts gesagt? Das sind Dinge, die uns nicht gefallen haben und wo wir gesagt haben, wir haben selber die Erfahrung gemacht, dass in der Rahmenplanung Karo, wie gerade erwähnt, durchaus 3600 Unterschriften plötzlich irrelevant waren, weil die waren jetzt unbequem. Das wollte man so nicht. Und dadurch ist bei uns auch eine Bürgerinitiative entstanden und so entstehen die alle. Und deshalb haben wir die Frage an die Politiker, ich drehe mich mal um, ich weiß nicht, ob mich jetzt noch jemand sieht, echte Bürgerbeteiligung mit Gestaltungsoptionen, was halten Sie denn davon und wie würden Sie es denn tun? Gut, jetzt darf ich wieder übernehmen und ich darf dich bitten, einmal in den Lostopf zu greifen, vielleicht damit es keine Missverständnisse gibt. Ich habe von links angefangen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das Los hat jetzt entschieden. Tisch 3, das ist Bündnis 90, die Grünen dürfen anfangen und ich würde sagen, Sie diskutieren das mal unter sich aus, ob jetzt Ladies first oder Obersticht unter gilt. Was halten Sie von Bürgerbeteiligung? Der bleibt jetzt draußen. Ist an, ja. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind ja so ein bisschen, auch ein bisschen, Sie haben es angesprochen, lauter? Ah, okay, noch näher dran. Dankeschön für die Information. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Die Bürgerinitiative hat sich ja gegen das Bebauungsplan oder es ist kein Bebauungsplanverfahren, es ist Rahmenplanverfahren gegründet und unser Stadtrat ist von den Grünen. Insofern kann ich mich dabei extra bedanken, dass wir heute kommen dürfen und wir werden versuchen, lieb zu sein. Bürgerbeteiligung ist aus unserer Sicht extrem wichtig. Also das wird Sie wundern. Ja. Ich möchte Sie an das Rahmenplanverfahren auch erinnern. Es gab da ein Protokoll, habe ich mir nochmal angeguckt. Es hat die konstruktive Zusammenarbeit gelobt und die frühe Beteiligung. Das ist ein extrem frühes Stadium, das Rahmenplanverfahren, in dem hier über die Absichten einer Bebauung, einer späteren Bebauung informiert wurde. Informieren ist ein Stichwort. Informieren, mitgestalten, entscheiden sind drei verschiedene, unterschiedliche Formen von Bürgerbeteiligung, die nicht in jedem Verfahren kommt es dazu, dass die Bürger auch entscheiden, sonst hätten wir eine direkte Demokratie. Es wird Ihnen nicht gefallen. Ich habe aber trotzdem vor, meine Meinung weiter sozusagen darzustellen. Wir haben, weil wir für Bürgerbeteiligung sind, schon 2017 oder sowas, einen Antrag in die BVV eingebracht. Der wurde auch beschlossen, dass der Bezirk Pankow Leitlinien für Bürgerbeteiligung aufstellen soll. Dieser Antrag wurde beschlossen, es wurde auch ein Verfahren durchgeführt, nicht ganz so, wie wir das beantragt haben. Und darum ging es zum Beispiel um solche Regeln. Ausreden lassen, Redezeit einhalten, keine Abwertung, ich höre jetzt auf. Dann ist einer Ihrer Kollegen dran. Thema Bürgerbeteiligung. Was halten Sie davon, in welcher Form konkret, wie kann es aussehen? Wir haben jetzt schon gehört, drei verschiedene Stufen gibt es da einfach von. Genau. Also ich auch danke nochmal für die Einladung, hier zu sein. Es freut mich sehr. Ich würde erstmal nochmal einleitend sagen, natürlich nicht jede Bürgerinitiative gründet sich aus Frust über das Politische sozusagen, was entschieden wurde oder wie es gestaltet wird, sondern natürlich ist es auch der Wille, Gesellschaft zu gestalten. Und das kann man eben auch außerhalb der Politik machen. Man kann es auch über Bürgerinitiativen machen und quasi positiv tatsächlich von vornherein reingehen. Und das ist gut so und das wollen wir mehr haben in der Gesellschaft, dass sich tatsächlich die Bürgerinnen auf allen Ebenen einbringen. Und jetzt zum eigentlichen Punkt, wie man Bürgerinnenbeteiligung besser gestalten kann. Und da sagen wir klar, wir wollen mehr das Element der Bürgerinnenräte nutzen. Sie haben es ein bisschen kennengelernt schon bei dem Rat im Rahmen
des Rahmenplans. Da waren aber mehr natürlich die politischen Träger auch noch mit innerhalb des Rates drin. Wir wollen es tatsächlich als Bürgerinnenräte machen, wo explizit ganz viele gesellschaftliche Gruppen innerhalb dieser Bürgerinnenräte aktiv sind, wo diese Leute informiert werden, mit Wissen versorgt werden, um dann besser die Bürgerinnen quasi zu vertreten und eine Meinung für die Bürgerinnen zu gestalten. Und genau diese Bürgerinnenräte, das können wir uns tatsächlich auch im zügigen Bebauungsplan hier für Karow vorstellen, dass wir so einen Bürgerinnenrat initiieren, als eine bessere, als eine direktere Beteiligung sozusagen der Bürgerinnen. Also, Bürgerinnenrat. Dann ergänze ich vielleicht noch. Aha. Das ist noch die Vor-, Sie haben eingespart, super. Der ist bei der Bundeswehr, der hält die Zeit ein. Ja, vielleicht ergänze ich aus der bundespolitischen Debatte noch eine Runde. Es gibt, glaube ich, einen Interessengegensatz, den man klar benennen muss. Die Verwaltung will gerne Planung beschleunigen und durchsetzen. Auch viele Bürgerinnen und Bürger fordern das. Wir kennen das aus dem Verkehrsbereich, aus der Debatte um den Brennerzulauf, um die Dresdner Bahn in Berlin, um den BER, alles soll viel schneller gehen, als es dann doch geht. Und auf der anderen Seite stehen die berechtigten Interesse, Einwände, Hinweise der Bürgerinnen und Bürger, die eben gehört werden muss, wo man ein sauberes Verfahren für finden muss. Und dieser Widerspruch, der ist einfach da, den kann man nicht wegdiskutieren. Und da geht es jetzt darum, wie es schon geschildert wurde, Informationen, Beteiligung, Entscheidung zu generieren in einem sauberen, ordentlichen, nachvollziehbaren, transparenten Verfahren. Und nur wenn man das hinbekommt, dann wird trotzdem am Ende des Tages, werden nicht nie alle glücklich sein, das geht gar nicht, zu viele unterschiedliche Interessen. Aber alle verstehen das Verfahren und fühlen sich dann im Idealfall gehört und verstehen auch, wenn man die Offenheit besitzt, warum dann diese Entscheidung so gefallen ist. Wenn man von Karow weggeht, um nur einen Punkt zu nennen, auch noch in Pankow, der Rangierbahnhof in Pankow, der ehemalige Kriegergelände. Da werden wir als Bündnisgrüne immer darauf hingewiesen, dass das alles viel schneller gehen müsste. So, aber auch da wollen alle beteiligt werden und zu Recht. Und so ist an dieser einen kleinen Stelle schon mal belegt, wie schwierig dann Beteiligung ordentlich zu machen ist, damit man auf der einen Seite zum Ergebnis kommt und auf der anderen Seite irgendwann Klarheit hat. Wenn ich es richtig verstehe, sagen Sie, klares Votum für Bürgerbeteiligung sind Sie. Es gibt einen Zielkonflikt zwischen Schnelligkeit und Bürgerbeteiligung und es hat drei verschiedene Ebenen, nämlich das sozusagen Informieren, das Anhören und dann aber auch Tatsache das Entscheiden. Sie sagen, Sie sind dafür, aber es ist schwierig, unter den Zielkonflikten das unter einen Hut zu bekommen und ein konkreter Vorschlag von Ihnen ist der Bürgerinnenrat. Gut, Dankeschön. Die Losbox, wer darf weitermachen? Auch Zeit eingespart. Wir werden Freunde hier. Nummer 5, 1, 2, 3, 4, 5, die FDP. Wie stehen Sie zum Thema Bürgerbeteiligung und wie soll es konkret aussehen? Ist das Mikrofon an? Ja, gut, okay, danke. Guten Abend. Vielleicht danke ein bisschen auch, lauter. Danke auch für die Einladung. Wir bevorzugen auch die lokale Vertretung der Bürger, weil wir sagen, in Berlin mit einem Ortsteil Prenzlauer Berg mit 160.000 Einwohnern und einem Ortsteil mit 19.000 Einwohnern wie Karow ist eine gleichmäßige Struktur einfach nicht möglich. Auch hier wären drei Ortsteilvertretungen, Buch, Blankenburg, Karow, würde die Gefahr bestehen, dass die gegeneinander arbeiten und darum sollte lokale Gemeinsamkeiten wie eben hier die Ausfallstraße von Heinersdorf bis Buch zusammengefasst werden, um Bürgerbeteiligung wirklich überregional zu harmonisieren. Ob die Bürger wirklich dorthin gewählt werden, wie in einer Ortsteilvertretung von Brandenburg oder ob sie durch die Bezirksverordnetenversammlung delegiert oder gewählt werden, das muss dann in Mehrheit entschieden werden. Also Sie sagen, es gibt einfach zu viele Unterschiede. Bewohneranzahl ist einer von den verschiedenen Ortsteilen auch eines Bezirks und deswegen Tatsache, Ortsteilvertretungen zu schaffen. Wie konkret die dann im Prinzip gewählt werden, das ist eine Frage, die noch offen bleibt. Ja, lokale Vertretung ist unsere Antwort darauf. Lokale Vertretung, alles klar, vielen Dank. Der nächste Zettel und wieder Zeit eingespart, super. Nummer 2, SPD. Bin ich zu verstehen? Ja. Bisschen super. Lauter.
Ja, also wir als SPD, wie auch in der Antwort schon dargestellt, ist für uns das zentrale Eingangstor oder zwei zentrale Eingangstore zum einen die Bezirksverordnetenversammlung. Da versuchen wir als SPD auch immer nachzuschauen, wenn wir unsere Liste aufstellen, dass entsprechend alle Ortsteile und Regionen im Bezirk vertreten sind. Und über die BVV kann man natürlich dann halt auch noch weitergehen, gucken, welche Bürgerdeputierten, also sachkundige Bürger, nimmt man noch dazu. So bin ich ja auch in die BVV gekommen, dass man halt schaut als Partei, wo sind die Menschen, die wir dann halt auch vor Ort brauchen, also in der BVV benötigen, um halt die Meinungsbildung in der BVV voranzutreiben. Und wir haben jetzt auch als SPD danach geschaut, dass wir nicht nur nach Proporz aufstellen, also wo ist die Partei am stärksten, sondern auch 3 bis 4 Leute aus dem äußeren Bereich, also aus dem Außenring, dann mit auf die Liste zu nehmen. Eine Sache noch, genau, als Partei versuchen wir natürlich auch immer vor Ort präsent zu sein mit Infoständen. Wir haben die letzten Jahre, 5 Jahre, waren wir sehr oft hier im Norden unterwegs und haben mit den Menschen gesprochen, um ihnen zuzuhören. Und auch das ist natürlich ein Teil der Meinungsbildung, damit wir verstehen, wo drückt es. Und dann kann man natürlich sich auch irgendwann noch entscheiden, in die Partei einzutreten, weil das ist ja nun mal der zentrale Ort, um Meinungsbildung zu forcieren. Das heißt, Sie sagen, BVV ist das geeignete Mittel und Sie sagen, wir sind viel vor Ort gewesen und das ist für uns ein Instrument, wo wir den Leuten zuhören und das, was wir hören, dann auch mitnehmen, da, wo wir die Politik machen. Ja, ich mache mal 3 persönliche Vorbemerkungen. Erstens war die Frage, wie stehen Sie zur Bürgerbeteiligung? Vor meiner Wahl in den Deutschen Bundestag war ich 16 Jahre stellvertretender Vorsitzender des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen. Wir haben Bürgerbeteiligung organisiert und wir haben auch Klagen organisiert, wenn es notwendig war, gegen Berlin auch erfolgreich. Dann war ich aktiv, 19 Jahre Aufsichtsrat einer Wohnungsbaugenossenschaft, ist auch Bürgerbeteiligung, weil Berlin wollte uns verkaufen und da haben wir uns selber gekauft, weil wir uns gewehrt haben. Und drittens, das Bezirksamt wollte mal vor 10 Jahren die Straße, in der ich jetzt lebe, flurbereinigen und alle Bäume fällen und da haben sie sich an der Bürgerinitiative und mir die Zähne ausgebissen. War ein bisschen schwierig, die Straße des Fraktionsvorsitzenden der SPD flur zu bereinigen. So, und jetzt kommen wir zu der Frage der Organisation. Da ich ja als Bundestagsabgeordneter viel unterwegs bin, kann ich sagen, dass mir die Organisation in München sehr gut gefällt. In München haben sie gewählte Ortsteilbeiräte, die eine sehr gute Arbeit machen, die sind beratend tätig, aber sie werden gehört von der Stadtverordnetenversammlung. Und dann kommt das Wesentliche, die Stadtverordnetenversammlung hat wesentlich mehr Kompetenzen, als bei uns eine BVV hat. Wenn wir zum Beispiel Bebauungspläne haben, ist es so, dass die Bebauungspläne erst am Ende von der BVV beschlossen werden müssen. Das ist Berliner Landesrecht eine Besonderheit. Normalerweise werden schon Aufstellungsbeschlüsse von der örtlichen Gebietskörperschaft quasi gefasst. Und ich glaube, dass es notwendig ist, die BVV massiv zu stärken. Massiv zu stärken, weil ansonsten ist die Bürokratie zu stark und das merken Sie hier. Und parallel eine Ebene drunter zu ziehen mit den Ortsteilbeiräten. Sie haben das ja gehört, ich habe in Prenzlauer Berg angefangen mit Kommunalpolitik. Das war noch überschaubar. Da konntest du noch mit fast jedem reden. Das ist jetzt bei diesem Großbezirk nicht möglich. Also Stärkung der BVV und eine Ebene drunter ziehen, das wäre vernünftig. Und das ist sozusagen auch unsere Linie, das hat ja der Kollege Franke auch schon gesagt. Das heißt, Sie kennen sich persönlich auch viel aus mit dem Thema, sich als Bürger für Interessen auch einzubringen, auch sich da durchaus unbeliebt zu machen und sagen, BVV und eine Ebene drunter einziehen, Ortsteile, das wäre das, wofür Sie stehen. Gut, Dankeschön. Dann, wen haben wir als Nächstes? Die Nummer 1, Herr Zabok. Einen wunderschönen guten Abend. Danke für die Einladung. Wundervoll, was Sie hier auf die Beine gestellt haben. Soll ich jetzt einfach antworten? Einfach antworten. Okay, einfach antworten. Also die Motivation für mich in die Politik zu gehen, ist ganz ähnlich wie die Motivation, die hier beschrieben wurde für Bürgerinitiativen. Man merkt, dass die Politik etwas nicht richtig macht, also geht man in die Politik. Man kann ja nicht Teil der Verwaltung sein. Aber was Sie hier aufbringen als Thema der Ortsteile, ist für mich auch von Bedeutung, obwohl es damals für mich nicht so von Bedeutung war. Die Ortsteile, und deswegen steht die Linke ja auch für Bürgerbeteiligung, müssen vertreten werden dadurch, dass sie gehört werden, dass man ihnen zuhört, dass man das Wissen, was vor Ort vorhanden ist, auch versteht in der Ebene, wo die Ortsteile nicht vertreten sind, sondern die Parteien vertreten sind. Das stärkt im Übrigen aber die Parteien und die Demokratie, weil ohne die Parteien und die Bürgerbeteiligung und die demokratische Legitimation, die Verwaltung selbst,
die Bürger einfach so durchs Land begleiten würde. Und an der Stelle bestärke ich jede Bürgerinitiative und sage gleichzeitig, wir brauchen einander, die Politik braucht die Bürgerinitiativen, die Initiativen sollten im permanenten und auch außerhalb von Wahlen und den Wahlkämpfen in den permanenten Dialog mit uns stehen. Dazu lädt die Linke regelmäßig ein. Und was dann besprochen wird, sollte aber auch irgendwo verbindlich sein. Das heißt, die Bürger sollten von Anfang an wissen, was sie eigentlich für eine Rolle in einem Verfahren spielen dürfen und dann mit diesem Verfahren auch wissen, wo die Grenzen dessen sind, was sie erreichen können, damit nicht hinterher erst ihnen mitgeteilt wird, das war spannend, ihr habt jahrelang mit uns geredet, aber eigentlich ist nur von Bedeutung, dass ihr einen Baum auf der Straßenseite und nicht, ob ihr die gesamte Straße bauen wollt. Deswegen von vornherein klar machen, wofür ist die Bürgerbeteiligung da und ehrlich sein miteinander und dann irgendwo eine Augenhöhe miteinander verabreden. Okay, das heißt, Sie sagen, es gibt einfach auch Grenzen im Rahmen der Bürgerbeteiligung. Es wäre einfach nur fair, das auch vorher transparent zu machen. Und auch dieser Weg, dass der stattfinden muss, einfach stärker von den Ortsteilen dann auch in die Politik hinein das zu tragen. Aber auch klar, von Anfang an transparent, was ist eigentlich möglich mitzugestalten und was nicht. Wenn ich ergänzen darf, wir haben das in Pankow jetzt begonnen mit einem Büro für Bürgerbeteiligung beim Bürgermeister mit Ortsteilkonferenzen. Und ich werbe gerne dafür, dass wir das weitermachen. Dankeschön. Dann haben wir die Nummer 4, FDP. Herr Simon. Nein. Nee, Entschuldigung. CDU. Haben Sie es rausgefunden? Frau Anders-Kranitzky, Sie greifen zum Mikro, Sie starten, ja? Genau, ja, jetzt brechen hier die Frauen vor. Also die Frage, sind wir für Bürgerbeteiligung oder nicht, ist, glaube ich, eine Frage, die sich ja eigentlich so gar nicht stellen dürfte, wenn wir uns doch überlegen, dass die Politik und insbesondere auch die Politiker ja in erster Linie für die Bürger da sind. Weil das, was womit wir uns beschäftigen und das, was wir zu regeln versuchen, ja das Zusammenleben der Menschen regeln soll. Und nun bin ich selber Lehrerin für Politik in dieser Stadt und weiß, dass viele nur noch schwer zu motivieren sind für den klassischen Weg in die Parteien. Und umso wichtiger ist, glaube ich, dass wir diesen vorpolitischen Raum stärken, wo nämlich die Leute ganz klar an Sachthemen interessiert sind und bereit sind, sich zu engagieren. Und deshalb muss jede Bürgerinitiative von uns auch ganz klar wahrgenommen, akzeptiert und unterstützt werden. Und dazu gehört ganz klar, dass wir auch in den Dialog treten. Und das erwarte ich auch von jedem gewählten Abgeordneten und von jedem gewählten Verordneten, dass er da, wo er kandidiert und da, wo er wohnt, auch vor Ort entsprechend vernetzt ist und eben als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Und darauf achten wir auch ganz klar bei der Aufstellung unserer BVV-Liste, dass eben aus möglichst allen Ortsteilen wir Vertreter haben. Wir sind ein großer Bezirk mit 400.000 Einwohnern rund und 13 Ortsteilen, also die alle gleichberechtigt zu vertreten, ist nicht einfach. Und deshalb brauchen wir engagierte Leute vor Ort. Und ich glaube, da darf ich sagen, so einen haben wir in der CDU-Fraktion und da würde ich dann auch gleich an den Kollegen weiterleiten, der ja das sehr vorbildlich hier in Karo tut. Vielen Dank, liebe Manuela, das war nicht abgesprochen. Das war ich auch so. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung heute. Das, was Sie hier auf die Beine gestellt haben, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und großartig. Liebe Frau Grossmann, lieber Belbon, liebe Frau Prescher, Anke Bendorf, Christoph Jung. Wir haben uns kennengelernt im Zuge der Beiratssitzung zur Rahmenplanung Karo und haben dann das Thema Bürgerbeteiligung ja hautnah zusammen erleben dürfen. Ich habe zu dem, was da gelaufen ist, immer Beteiligungssimulation gesagt, weil das genau das passiert, dass man gesagt hat, man gibt Ihnen als gewählte Anwohnervertreter, gibt man Ihnen den Eindruck, dass Sie da wirklich mitentscheiden könnten und am Ende dürfen Sie zwar was sagen, aber berücksichtigt wird es dann nicht. Und jetzt kommen wir mal zu den praktischen Dingen, was Bürgerbeteiligung angeht. Und auch das haben wir zusammen gemacht. Einwohneranträge, Frau Grossmann hat es eben angesprochen, das ist direkte Bürgerbeteiligung. Wir haben uns getroffen, wir haben viele Abende zusammengesessen, haben überlegt, was wollen wir hier eigentlich aus Karo?
also was ist unsere Perspektive, und haben diesen Einwohnerantrag geschrieben, und der wurde dann auch beschlossen. Und dann hat sich herausgestellt, nach so ein bisschen hin und her und Wirren vor kurzem, dass jetzt die Senatsverwaltung selbst den Beschluss der BVV ja ignorieren will, weil sie jetzt sagt, ihr da gebt so ein bisschen Widerstand und dann machen wir es jetzt doch selbst. Also das genau ist eben keine Bürgerbeteiligung. Was ich wirklich wichtig finde, sind die Instrumente, die wir haben in der Bezirksverordnetenversammlung, beispielsweise mit den Einwohneranträgen. Meine Fraktion hat 18, 19, 20, ich weiß es gar nicht genau, Einwohneranträge in den letzten Jahren dazu gemacht. Das ist wirklich ein tolles Instrument. Ich sage Ihnen auch warum, weil man die Leute, die direkt betroffen sind, auch direkt mit einbeziehen kann. In der letzten BVV, gestern hat die stattgefunden, gab es einen Einwohnerantrag, der hat gefordert, dass es Fußgängerüberweg über die Karower Chaussee, die Blankenburger Chaussee, an der Beutner Straße, Straße 43 geben soll. Da haben sich innerhalb kürzester Zeit 350 Leute gefunden, also 10, 12 Tage, 350 Leute, die gesagt haben, wir unterstützen das, wir arbeiten mit an diesem Antrag, wir unterschreiben diesen Antrag, und dieser Antrag wurde direkt beschlossen. Und jetzt hoffen wir mal, dass dieser Fußgängerüberweg dann möglichst schnell auch kommt. Auf den Punkt, würde ich sagen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es darum, BVV geeignetes Mittel. Es muss darauf geachtet werden, dass die Ortsteile auch entsprechend gleichmäßig vertreten sind, überhaupt vertreten sind. Und Einwohneranträge, da sind Sie gut engagiert, sind dabei, und Sie halten es für ein wichtiges Instrument und Mittel. Dankeschön. Einen haben wir noch, richtig? Es bleibt nur noch die 6. Ich gucke trotzdem nach. Nummer 6, AfD. Wer fängt bei Ihnen an? Bin ich zu hören? Ja, gut. Ja, es wurde eben schon gesprochen, oder erstmal vielen Dank überhaupt für die Einladung heute Abend. Es wurde eben schon gesprochen von einer Bürgerbeteiligungssimulation. Das möchte ich noch etwas deutlicher sagen. Also wir sind für eine Bürgerbeteiligung, aber für eine ehrliche Bürgerbeteiligung. Das heißt, das Wort Beteiligung enthält ja mehrere Möglichkeiten. Der Bürger wird informativ beteiligt, hat aber nichts zu sagen, oder eine ehrliche Beteiligung. Der Bürger wird eben beteiligt und hat auch was zu sagen und kann an Plänen oder Planungen auch etwas ändern. Ich war gerade dazu gestern in Buch für die Besprechung zur Planung des Bauvorhabens am Sandhaus, und da habe ich das auch wieder live erlebt, dass dem Bürger etwas hingelegt wurde, eine Planung, die fertig war oder zumindest sehr weit fortgeschritten, und wo der Bürger eben nichts ändern konnte. Und da möchte ich zwei Stichworte zu geben, weil ähnlich verhält sich das auch in Karow bei den drei Neubaugebieten, die hier erkundet werden, sage ich einmal. Wir haben das Thema autoarmes Quartier und dann die Höhe der Bebauung. Und da bedeutet eben eine ehrliche Bürgerbeteiligung, dass eben bestimmte Rahmenbedingungen eben so umgesetzt werden, wie die Bürger es eingeben, die eben auch mehr Ortskenntnisse haben. Das eine Beispiel ist das mit der Geschosshöhe, dass dort eben auch etwas geändert wird, dass da auf die Bürger eingegangen werden kann, die verringert wird. Und das andere ist das leidige Thema Verkehr. Wenn wir das mit dem Blankenburger Süden, Buch und hier die drei Gebiete zusammenzählen, dann sind es 5 Neubaugebiete, die sehr viele Wohnungen bringen, sehr viele Menschen und wahrscheinlich auch sehr viele Fahrzeuge. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass man sich auch ehrlich machen muss, und das eben so noch nicht funktioniert, weil autoarmes Quartier, das funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht. Da wird es Menschen geben, die können nicht alle in den neuen Quartieren selbst arbeiten. Die werden Pendler sein, brauchen ihre Autos. Und damit ist diese Planung schon mal in Frage zu ziehen. Und deswegen wäre sich ehrlich machen, dass eben das autoarme Quartier so nicht umsetzbar ist. Das bedeutet wiederum, wir bekommen hier sehr viel neuen Verkehr, auch Autoverkehr oder über den ÖPNV. Und das ist jetzt schon sehr stark belastet hier. Die Rekorde sind hier 1,5 Stunden Fahrzeit aus der Stadt hierher. Und da muss eben auf die Bürger ehrlich gehört werden, dass eben solche Planungen umstrukturiert werden. Sodass umstrukturiert ist der Punkt. Genau. Dann an einen Kollegen abgeben. Ja, vielen Dank. Ja, ich selbst bin eigentlich auf dem Weg über Bürgerinitiativen in die Politik gekommen. War sozusagen meine erste politische Karriere als junger Mann vor ja inzwischen schon über einem Vierteljahrhundert in Bayern. Es war einmal eine Bürgerinitiative gegen die Bebauung eines Streuobstgebietes auch nahe einer Stadt. Und da gab es noch eine zweite Bürgerinitiative, da ging es um ein großes Straßenbauprojekt, das stammte noch aus den 30er Jahren und sollte nun durchgedrückt werden. Und ich glaube, viele
kommen in die Politik durch diese unmittelbare Betroffenheit. Aber auch damals haben wir schon erlebt, dass die Bürgerbeteiligung, die es da auch schon gab, letztlich eine Farce waren. Was bei uns geholfen hat am Ende, war der Klageweg. Wir haben das Baugebiet am Büchelberg am Ende dann vom Bundesverwaltungsgericht gestoppt durch ein epochemachendes Urteil, das auch in die Fachliteratur eingegangen ist. Vielleicht ist das ja auch ein Weg, den man hier nochmal prüfen muss, denn bei vielen solchen Bauprojekten wird tatsächlich auch gegen geltendes Recht verstoßen. Ganz allgemein, meine Partei, soweit es nicht bekannt ist, hat auch die Gründungsidee, nicht nur eurokritisch zu sein, sondern mehr direkte Demokratie zu fordern, zu wagen und übrigens nicht nur auf lokaler, regionaler Ebene, sondern wir setzen uns auch für die direkte Demokratie auf Bundesebene ein, wie wir das beispielsweise aus der Schweiz kennen, aber auch aus anderen europäischen Ländern, die ja durchaus gefragt worden sind, als es um die Fortentwicklung Europas ging. Wir meinen, die deutschen Bürger sind reif für mehr direkte Demokratie und deshalb sagen wir, mehr direkte Demokratie wagen. Okay, danke. Herr Krüger. Ja, herzlichen Dank. Ja, auch von mir. Ich bin heute also das Privileg, der Letzte zu sein hier in der Fragerunde. Insofern möchte ich gar nicht all das wiederholen, was hier schon gesagt wurde. Aber genau deswegen sitzen wir ja tatsächlich heute hier, weil also eben die Frage, dass die Politik oder die Verwaltung hier im Land Berlin letzten Endes sozusagen Pläne aufstellt, Zielvorstellungen hat über beispielsweise Wohnungsneubau in unserer Stadt und dabei dann die Bürgerinnen und Bürger vor Ort nicht mehr mitnimmt. Und da ist ja sozusagen Caro hier nur ein Beispiel, passiert in den anderen Ortsteilen auch. Solche Initiativen gibt es dementsprechend natürlich auch in Prenzlauer Berg, aber Caro ist insofern wirklich ein gutes Beispiel, weil man natürlich die Frage aufwerfen muss, mit den Planzielen, die die Senatsverwaltung hier an dieser Stelle aufstellt, der Anzahl von Wohneinheiten, die man sich für vorstellt, wird man unter Umständen oder wird man tatsächlich diesen Ortsteil in seinem Charakter deutlich verändern. Und ich glaube, da ist es dann tatsächlich auch wirklich wichtig, dass die Bürger ihre Stimme erheben. Alles andere ist jetzt hier schon von meinen Kollegen gesagt worden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Also Sie sagen, Bürger zu beteiligen, ehrlich zu beteiligen, wenn sie auch betroffen sind, ist ein wichtiger Punkt. Und Sie persönlich sagen, wenn man nicht gehört wird, muss es auch manchmal der Klageweg sein. Dankeschön. Liebe Elke, meine Frage an dich, stellvertretend für die Caroa. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel mehr Klarheit hast du jetzt zum Thema, wie stehen die einzelnen Parteien zum Thema Bürgerbeteiligung? Oha, 1 bis 10. 1 gar nicht, 10, ja, ich weiß alles ganz klar. Also ich habe die Wahlprüfsteine, die Antworten in den Wahlprüfsteinen gelesen. Insofern waren die Antworten hier ja nicht vollkommen überraschend. Mhm. Ich bin der Ansicht, jede Partei hat ihre Position zum Thema Bürgerbeteiligung, echte und ehrliche Bürgerbeteiligung hier dargestellt und auch die Wege genannt. Also insofern bin ich mit den Antworten erstmal zufrieden, weil was wir wollen, ist ja Transparenz über die Ziele der Parteien. Also du sagst, wo würdest du es auf der Skala einordnen? 8. 8. Was bräuchte es denn für eine 10? Unerreichbar. Nur mal angenommen, es wäre dann hätte jeder sagen müssen, ich will mit dem Gremium arbeiten, mit dem Gremium arbeiten. Das ist teilweise passiert, aber eben nicht von jedem, weil ich glaube, dass nicht alle Parteien wirklich weitere Gremien wirklich wollen. Aber okay, also ja. Für mehr auf der Skala, mehr Klarheit, mehr Verstehen, noch konkreter wirklich sich auch zu positionieren. Ja. Das wäre es gewesen. Okay. Über den Prozess. Dann vielen Dank. Wir machen weiter mit dem Thema Verkehr. Lieber Stefan, darf ich dich nach vorne bitten? Ja, kannst du gleich. Aber ich wollte hier anfangen. Na dann. Zum Thema Verkehr mit folgender Botschaft. Stau auf dem Autobahnzubringer A114 in Richtung City. Ebenfalls Verzögerungen auf dem Karower Damm, der Blankenburger Chaussee und in Malchow mit jeweils 20 mit 30 Minuten Verzögerung. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Diese oder ähnliche Verkehrsmeldungen, die hören wir leider Gottes fast täglich in den Verkehrsnachrichten. Ursache dafür ist es, dass viele Einwohner Pankows eben in den Gebieten Karow, Blankenburg, Französisch Buchholz bzw. Buch wohnen, hier zwar wohnen, aber im Endeffekt trotzdem zum Arbeiten in die Innenstadt müssen.
Wenn alle geplanten Bauvorhaben, die hier im Pankower Nordosten im Moment ins Auge gefasst werden, wirklich so umgesetzt werden, dann wird sich in diesen Ortsteilen insgesamt die Einwohnerzahl fast verdoppeln. Dass bei einer Verdopplung der Einwohnerzahl im Endeffekt die bisher bestehenden Verkehrsmöglichkeiten und Verkehrslösungen dann nicht mehr ausreichen werden, das ist, denke ich mir mal, für jeden klar, nachvollziehbar und auch einsichtig. Wir haben auch jetzt schon drei Hauptprobleme. Erstens die S2, die gerade in den Berufsverkehrszeiten ständig überfüllt ist, teilweise sogar so überfüllt, dass der eine oder andere Fahrgast lieber auf dem Bahnsteig stehen bleibt, weil er sich nicht reindrängeln kann in die S-Bahn. Zweitens die Busse, die leider Gottes in demselben Stau stehen, in dem unsere Fahrzeuge und die Kraftfahrzeuge im Endeffekt auch stehen, also keine Alternative sind als Angebot des ÖPNV. Und das Fahrrad sicherlich für die kurzen Wege in den einzelnen Stadtteilen eine gute, sinnvolle, ökologisch sinnvolle Alternative. Leider Gottes in Karow nicht immer die verkehrssicherste, weil fehlende Radwege dann doch zur ein oder anderen Unsicherheit führen. Aber im Endeffekt für den Weg in die Innenstadt aufgrund der Entfernung sicherlich nicht für jeden Anwohner nutzbar. Dazu ist es einfach vielfach zu weit. Wir brauchen hier in unserem Bereich nun eigentlich klare Lösungsvorschläge, wie diese Situation verbessert werden kann. Wir brauchen verständliche, transparente Antworten, die wir auch nachvollziehen können. Und insofern folgende Fragen. Welches Konzept haben Sie zur Erschließung des Pankower Nordostens mit dem ÖPNV bzw. dem Individualverkehr? Und daran auch anschließend die Frage nach dem Grundsatz einer Stadtplanung, der ja heißt, wir kümmern uns eigentlich erstmal um die Verkehrslösungen und bauen dann. Und hier die ganz konkrete Frage an Sie alle, werden Sie sich zukünftig an diesen Grundsatz halten? Auf Ihre Antworten bin ich gespannt. Recht herzlichen Dank. Danke, Stefan. Und wir schauen, mit wem wir diesmal anfangen. Und Nummer 3. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, wie sieht es aus? Ich würde mal die letzte Frage zuerst aufgreifen, weil ich finde, es ist so eine schöne geschlossene Frage zum Thema Verstehen. Ja oder nein, kann man darauf antworten. Wie sehen Sie es? Ja oder nein, werden Sie sich daran halten, an diesen Grundsatz erst die Verkehrsanbindung zu schaffen, bevor gebaut wird? Die Frage ist einerseits sehr, sehr schön zu beantworten mit Ja oder Nein. Andererseits ist sie im Umfang auch so vage, dass man relativ schwer mit Ja oder Nein antworten kann. Weil wir werden gleich was zu unserem Verkehrskonzept sagen. Wir haben tatsächlich als Kreisverband ein Verkehrskonzept erarbeitet. Und dort bieten wir kurz-, mittel- und langfristige Lösungen an. Das heißt, wenn man die Bebauung, die Sie anvisiert oder die Sie beschrieben haben, realisieren will, wird das auch sehr lange dauern. Aber in diesem Zeitraum sollten auch die langfristigen Verkehrslösungen erreicht sein. Also man muss das parallel machen, ist die Antwort. Ja? Aber trotzdem brauchen die Menschen im Nordosten definitiv kurzfristige Lösungen, mittel- und langfristige Lösungen, weil die Jetzt-Situation ist ja schon nicht schön. Also um es mal gelinde zu sagen, ich selber wohne in Blankenfelde, ich habe es jetzt schon mehrfach erzählt, ich fahre selber mit dem Auto, seitdem ich nicht mehr in der Innenstadt wohne, weil meine Wege einfach nicht zu leisten sind, die ich mit dem, wenn ich sie mit dem ÖPNV fahren will. Und das passt mir nicht, ich bin Grüne, ich bin in 10 Jahre lang im Prenzlauer Berg, bin ich kein Auto gefahren, da wäre es hinderlich. Sobald man eben in dem sogenannten Außenbereich wohnt, außerhalb des S-Bahn-Rings, ist häufig das nicht mehr adäquat möglich. Kurz-, mittel- und langfristig, ich werde nur ein paar Ansätze anreißen, dann werden die Kollegen ergänzen. Es geht einerseits um die Busse. Der 150er fährt ja auch hier durch, auf den war ich angewiesen. Das ist einer der Gründe, warum ich jetzt Auto fahre. Der 150er, der steckt im Stau. Der Stau kann nur dann von dem Bus sozusagen überholt werden. Da gibt es ein
beispielsweise, ich glaube, es kommt aus Zürich, nageln Sie mich nicht fest, das Konzept der Busschleusen. Also man muss dem Bus helfen, dass er den Stau überholen kann. Das wäre eine sehr kurzfristige Lösung. Schnellere Busse, andere Zielführungen, da werden die Kollegen ergänzen. Also die Bussysteme, die aktuell existieren, die müssen überhaupt erstmal durchkommen. Als zweites möchten wir Trams ergänzen. Und zwar können wir uns durchaus vorstellen, alle reden ja von der, einen halben Satz, von der M2 bis nach Blankenburg, dass diese M2 noch weiter verlängert wird bis nach Buch und eine Tram bis nach Malchow zum Beispiel. Ich höre mal hier auf. Okay. Also wir haben bis hierher erstmal die Busschleusen und Verlängerung der Tram. Die Kollegen. Also grundsätzlich ist es super, wenn man zuerst die Verkehrslösung bastelt und dann baut. Sind wir hier in Karow, wir sind in Berlin. Berlin ist jetzt nicht plattes Land, hier ist schon überall gebaut. Ne? Das muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen. Wir reden ja jetzt über Karow nicht als ein Feld, sondern wir haben hier schon, wir haben hier schon richtig viele, viele Menschen zu wohnen mit Wohnungen. So, deswegen ist die Verkehrslösung jetzt schon nachlaufend. Es ist nicht wie Wien, wo man quasi auf die grüne Wiese einen völlig neuen Stadtteil und dann eine U-Bahn hingebaut hat und so weiter. Das ist einfach nicht vergleichbar. Wer nach Aspern fahren will, sich das angucken will, wird sofort feststellen, das ist doch nochmal eine andere Geschichte. Aber jetzt zu den Lösungen. Ja, natürlich, Fahrradverkehr ist angesprochen worden. Wir brauchen den Panketrail. Ja, wir brauchen dichtere Takte der S2. Die S2 muss stabil fahren. Wir brauchen irgendwas, wo man auch, also wir müssen dieses vermaledeite Tarifeinheitsgesetz irgendwie wieder wegkillen, weil das uns einen Streik beschert hat, der, glaube ich, Sie noch mehr nervt, als er mich nervt, und mich nervt das schon ziemlich. Wir brauchen einen Regionalbahnhof endlich, dass es vorankommt, da muss der Bund und vor allem die Bahn da in die Puschen kommen. Wir brauchen hier eine Bussystematik mit Rufbussen, Mobilpass, so nennen wir das, dass man quasi mit seinem eigenen Smartphone dann seine Mobilität bestellen kann. Das ist technisch alles möglich, dafür braucht man das Geld. So, und beim Geld, da wird es das Land Berlin und auch nicht der Bezirk Pankow einfach so machen können, sondern da muss der Bund reingeben und da gibt es eine Entscheidung zu treffen, nämlich gibt man, wie es in den letzten 4 Jahren passiert ist, nochmal 5 Milliarden in Straßenbauhaushalt, 5 Milliarden in Straßenbauhaushalt hinein, verdoppelt den quasi, oder nimmt man diese 5 Milliarden, die zusätzlich waren, und packt die in ÖPNV und andere umweltfreundliche Verkehr rein. Das ist eine Entscheidung. Dann kann man mehr Bus und Bahn bestellen, aber die Entscheidung muss man auch treffen. Und die ist auf der Bundesebene in die andere Richtung entschieden worden. Und jetzt vielleicht nochmal ganz kurz einen Satz zur Planungsgeschichte, weil das hier so, wir sind nicht richtig ins Diskutieren gekommen. Es ist schon interessant, wenn alle sagen, wir sind voll für Bürgerbeteiligung und auf Bundesebene dann aber die Klageoptionen abschaffen wollen und teilweise auch abgeschafft haben. Dann habe ich auch noch? Auf Bundesebene. Ne, war ja jetzt gerade vom Kollegen sozusagen. Auf Bundesebene muss was entschieden werden. Genau, das war jetzt aber kein Stichwort für mich, weil ich trete ja für das Abgeordnetenhaus an. Deswegen würde ich tatsächlich gerne nochmal die Berliner Ebene beleuchten. Aber erst nochmal zur Eingangsfrage. Erst Verkehrslösung und dann Bebauung. Da sage ich ja, aber das heißt nicht, dass wir keine Bebauungsplanung machen sollen. Sondern natürlich ist in jeder Bebauungsplanung auch eine Machbarkeitsuntersuchung der Verkehrslösung sozusagen enthalten. Und wenn das nicht funktioniert, dann sollte die Bebauung auch nicht fliegen oder fahren in dem Fall. Also insofern gebe ich Ihnen völlig recht, wir müssen vor allem aus unserer Perspektive den ÖPNV, den Fußverkehr, den Radverkehr deutlich stärken und die Kapazitäten dort schaffen. So, was ist jetzt also wir müssen ja die Ausgangsposition, wir haben 2016 die Senatsverwaltung für Umweltverkehr und Klimaschutz übernommen. Und bis dahin wurde einfach das System kaputt gespart. Von Rot, von Schwarz. Das müssen wir einfach mal so konstatieren. Und dann haben wir angefangen, dieses System neu auszurichten. Wir haben ein Mobilitätsgesetz geschaffen, was wirklich fundamental sich neu ausrichtet, eben die Prioritäten auf den ÖPNV zu legen. Eben die Prioritäten auf den Radverkehr, auf den Fußgängerverkehr zu legen. Und wir haben umfangreiche Verkehrsplanungen gemacht, die jetzt auch in den nächsten Jahren die ersten Früchte tragen werden. Beispielsweise die Kapazitätserhöhung im S-Bahn-Verkehr. Wir rechnen ab 2023 mit einer Erhöhung, mit einer Verlängerung der S-Bahnwagen S2 von 6 auf 8, beziehungsweise bis Blankenburg der S8 von 4 auf 6 Wagen. Das ist eine Kapazitätserhöhung, die notwendig ist im Berufsverkehr. Wir reden aber auch von derzeitigen Planung schon für weitere S-Bahn-Linien, die in den Norden fahren, allerdings erst dann Richtung 2030. Das ist aber die Planung derzeit, 2029 eine S6-Linie, so ist es im Projekt Verkehrsplanung Nordost niedergelegt.
als auch dann die Verlängerung der S8, sobald dann die S75 verlängert wurde bis zum Karower Kreuz. Aber das, Sie sehen schon, das sind Planungen, die sehr, sehr lange brauchen, aber die wurden angestoßen und wir haben auch die S-Bahn-Wagen bestellt. Wir haben 1300, 1400 S-Bahn-Wagen bestellt, die jetzt ab zukünftig dem Land gehören und diese Kapazitäten, die werden wir tatsächlich einsetzen, die werden kommen und das hat bisher kein anderer geschafft. Wir haben richtig investiert in den ÖPNV und das wird tatsächlich die Zukunft werden. Also Sie sagen, klarer Schwerpunkt auf ÖPNV, Mittel müssen entsprechend auch budgetiert werden, damit die auch zur Verfügung stehen. Das ist aber was Tatsache, was anderswo entschieden muss, weil um das umzusetzen, braucht es Geld. Und das ist momentan nicht vorhanden, um all das, was auf Ihrer Agenda stehen würde, auch in die Realität zu bringen. Dankeschön. Die nächsten sind Nummer 4. 1, 2, 3, 4. Richtig gezählt diesmal. CDU. Herr Kraft, Sie greifen zum Mikro. Vielen Dank, Frau Köhn. Ich will mal anfangen mit der Antwort auf die konkrete Frage, die Sie gestellt haben. Ja, bitte. Und die Antwort ist, ja, selbstverständlich muss erst die Verkehrsinfrastruktur... Bisschen lauter. Ja, selbstverständlich muss erst die Verkehrsinfrastruktur da sein und dann darf angefangen werden zu bauen. Und nicht das, was hier in diesem Land passiert, dass man plant, dass man anfängt zu bauen. Man hat ja schon während der Bauzeit die Logistikverkehre, die da sind und dann irgendwann mal irgendwas verspricht. Und ein Bahnhof Sellheimbrücke im Jahr 2038 wird nicht die Verkehrsprobleme in Karow lösen, genauso wenig wie die Verlängerung der S75 oder der S6. Und die Senatsverwaltung für Umweltverkehr und Klimaschutz, Herr Göring, das muss ich jetzt mal sagen, ist diese Senatsverwaltung, die gerade das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen hat, für den eingleisigen Ausbau der Brücke über den Pöllnitzweg. Damit ist der 10-Minuten-Takt der S2 für die nächsten 20 Jahre per se. Wird nicht stattfinden. So, aber egal. Zu dem Thema, was ist eigentlich das Problem? Sie alle erleben das jeden Tag genauso wie ich. Ich wohne hier in Karow, ich lebe hier, ich fahre mit der S-Bahn, fahre mit dem Fahrrad, fahre aber auch mit dem Auto. Hier steht alles im Stau, die S-Bahnen sind voll, die Fahrradwege sind nicht vernünftig da. Und genau aus diesem Grund haben wir zusammen mit dem Netzwerk, was Frau Grossmann vorhin angesprochen hat, aus 19 Vereinen und Initiativen hier aus der Region, aus Buch, aus Karow, aus Buchholz, aus Blankenburg, ein gemeinsames Verkehrskonzept gemacht. Das finden Sie verschiedentlich auf Internetseiten. Ich will auch nur aufgrund der Kürze der Zeit ein paar entscheidende Punkte sagen. Ich glaube, wir dürfen nicht nur auf bestimmte einzelne Mobilitätsformen setzen, sondern wir müssen Angebot für alle machen. Dazu gehört der ÖPNV, dazu gehört beispielsweise eine U-Bahn, die dringend notwendig ist, weil eine Straßenbahn wird das Problem hier nicht lösen, weder in Blankenburg und in Karow sowieso nicht. Dazu gehören aber auch Straßen, dazu gehört der Autobahnanschluss für Karow und Buch, dazu gehören vernünftige Busverbindungen zwischen den Ortsteilen. Wenn Sie in Buchholz wohnen und Ihr Kind nach Karow zur Schule schicken wollen, in die Havemann-Oberschule, dann sind Sie eine Stunde mit dem ÖPNV unterwegs. Mit dem Fahrrad wollen Sie dem Kind es nicht zumuten, weil da gibt es keine vernünftigen Fahrradwege. Also braucht es vernünftige Verbindungen zwischen den einzelnen Ortsteilen. Die Taktverdichtung der S2 ist eine ganz, ganz alte Forderung. Jetzt erstmal für die nächsten 10, 15 Jahre nicht mehr umsetzbar, wegen der Brücke am Pöllnitzweg in Buch. Die Verlängerung der S75 wurde angesprochen, aber so schnell wie es geht und eben nicht sagen, wir bauen jetzt erstmal und dann denken wir über Verkehrslösungen nach. Also und übrigens einen ganz wichtigen Punkt möchte ich nur ansprechen, das ist das Thema Pendlerverkehr. Pendlerverkehr, Frau Anders ist gleich ein bisschen kürzer. Wir haben ein riesen Pendlerproblem hier in der Region, in unseren Ortsteilen. 75.000 Menschen fahren jeden Tag durch den Nordosten Pankows. Und nicht wir hier mit unseren Autos oder Fahrrädern machen einen Großteil des Verkehrs aus, sondern genau diese Pendler. Und für diese Pendler braucht es Angebote. Und da haben wir vorgeschlagen, in diesem Netzwerk habe nicht ich mir alles alleine ausgedacht. Wir waren wirklich viele Leute aktiv dabei. Wir brauchen Mobilitätshubs. Wir brauchen gute Angebote an der A114, an der Bucherstraße. Da kann man einen großen Parkplatz machen, da kann man einen S-Bahnhof bauen. Da können die Leute von der A114 in die Bahn umsteigen. Dasselbe gilt für die B2, also in Malchow. Auch da hat man hervorragende Verbindungen zwischen ÖPNV und dem Auto. Also, ganz, ganz viele Punkte. Schauen sich das gerne an auf meiner Internetseite oder woanders. Ich glaube, es braucht wirklich eine vernünftige Verkehrslösung für den Nordostraum. Und zwar nicht nur einseitig aufs Fahrrad, auf den Fußgänger oder so, sondern Angebote, vernünftige, leistungsfähige Angebote für alle. Und wie wollen Sie die bezahlen? Das war ja hier gerade im Raum, ne? Dass es da an Mitteln fehlt. Was ist da Ihr Konzept dazu? Ja, also dass jetzt, ich sag mal, Geld das größte Problem in diesem Land ist, also Klammer Corona jetzt mal so ein bisschen aus, aber also, da gibt es, also erstmal viele, viele Dinge sind kofinanziert vom Bund. Also es gibt den Bundesverkehrswegeplan, dass die Ortsumfahrung Malchow beispielsweise enthalten. Autobahnausbauten werden natürlich auch vom Bund mitgetragen. Und natürlich ist eine U-Bahn ein bisschen teurer als eine Straßenbahn, aber es bringt doch nichts sozusagen, wenn man ein leistungsfähiges Angebot machen will, dann muss man doch auch etwas Geld in die Hand nehmen. Und am Ende wird sich doch sowas einfach
rechnen, indem man an anderer Stelle dann auch wieder Einsparungen macht. Also Sie sagen Töpfe umverteilen und das Konzept größer denken als nur den ÖPNV. Okay, danke schön. Dann, die Kollegin verzichtet, hat sie gesagt. Ich brauche den nächsten Zettel. Der nächste Tisch ist dran. So, Nummer 6. Diesmal nicht die letzten. Ja, herzlichen Dank. Also es sind ja schon einige Sachen auch angesprochen worden. Ich beginne jetzt mal wirklich mit dem Autoverkehr. Sie hatten ja vorhin die Pendlerproblematik hier schon angesprochen. Tatsächlich sind das ja nicht alleine nur Bucher, Karower und Blankenburger, die hier im Stau stehen, sondern insbesondere die Brandenburger, die hier in die Stadt fahren. Und dann gibt es natürlich dann auch immer wieder eine Tarifdiskussion darüber, weil die Herrschaften also nicht die BC-Tickets lösen wollen, sondern dann gleich die AB-Tickets. Aber ich glaube, das ist ja ein Randthema. Das eigentliche Thema hier an dieser Stelle ist, dass wir im Endeffekt regional eine Verkehrsplanung brauchen. Und wir brauchen auch keine Park-and-Ride-Plätze auf Berliner Stadtgebiet. Dafür sind unsere Flächen viel zu knapp. Die müssten bereits auf Brandenburger Gebiet errichtet werden, damit die Leute erst gar nicht hier in die Stadt fahren. Herr Kraft hat das schon angesprochen. Absolutes No-Go. Bernau hat in den letzten 30 Jahren seine Einwohnerzahl verdoppelt und jetzt diskutiert man darüber, jetzt wird eine eingleisige S-Bahn-Strecke dort saniert, ist natürlich absolut unsinnig, denn attraktiv ist ein ÖPNV, wenn er im 10-Minuten-Takt fährt, ganz klar. Da interessiert es am Ende auch nicht, ob da jetzt 6 oder 8 Wagen dranhängen. Das ist, sagen wir mal, ein Punkt, der hier tatsächlich benannt werden muss. Es gibt seit Jahren regionale Konferenzen, da sitzen die Bürgermeister aus Brandenburg und die Stadträte aus Berlin zusammen und dann diskutieren sie darüber, bloß keiner kann eine Entscheidung treffen, weil die eigentlich auf Landesebene gehört und müssten dann letzten Endes die Länder Berlin und Brandenburg machen. Ein Brandenburger Bürgermeister hat kein Interesse, einen Park-and-Ride-Platz zu bauen und wir haben gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hier in der Stadt, das zu tun. Also das ist letzten Endes ein ganz wesentliches Problem. Das nächste ist, den Karoern ist schon vor 25 Jahren versprochen worden, Karo Nord. Und die Verkehrslösung kommt, ich glaube, das ist jetzt dann der 350er Bus. Nichts ist passiert, gar nichts ist passiert. Und an der Stelle muss man einfach sagen, wird jetzt auch schon wieder seit Jahren fabuliert, der Verkehrskonzept für den Berliner Nordosten. Wissen Sie, mein Eindruck ist eigentlich, dass es nicht veröffentlicht werden will, weil letzten Endes dort wahrscheinlich drinsteht, dass es leistungsfähige Tangentialverbindungen geben muss. Denn das ist ein anderes Thema, dass sie letzten Endes ja hier gar nicht im Nordraum sozusagen untereinander zusammenkommen, sondern ich spreche jetzt für alle drei, insofern werde ich verlängern. Dass diese leistungsfähigen Verbindungen her müssen. Sie wissen, da gab es ja auch immer Diskussionen über die Nordtangente, die im Endeffekt ja also immer diskutiert wird, aber es passiert einfach nichts. Und ich meine, wir können uns natürlich auch schlecht vorstellen, dass jetzt hier in Alt-Karow, ist ja auch denkmalgeschützt, diese Straße ertüchtigt wird. Was soll daraus werden? Eine 6-spurige Straße will mit Sicherheit hier niemand haben, aber dafür muss es dann letzten Endes natürlich auch Lösungen geben, dass man dann die entsprechenden Umgehungen baut. Und die andere Frage jetzt zum öffentlichen Personennahverkehr, also da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, also U-Bahn nach Buch oder nach Karow zu bauen, lieber Herr Kraft, ist dann so, als wenn Sie dann also im nächsten Schritt natürlich auch die nächste Großwohnsiedlung hier sich vorstellen können. Denn ich glaube, kein Mensch wird im Bund, im Land oder im Bezirk sich hier eine U-Bahn vorstellen oder bauen oder finanzieren, ohne dass dann entsprechende Potenzial auch dafür da ist. Und wollen Sie doch überhaupt nicht. Sie wollen doch hier nicht in Karow, dass demnächst hier eine Großwohnsiedlung mit 50.000 Einwohnern entsteht. Also können Sie sich in Berlin angucken, Gropiusstadt oder Märkisches Viertel, selbst da ist die U-Bahn bis heute nicht angekommen, da diskutieren die Herrschaften schon seit 50 Jahren drüber. Also finde ich, sollte man diese Diskussion eigentlich nicht führen, weil, also um ehrlich zu sein, also ich werde die U-Bahn nicht erleben. Ich glaube, ich will niemandem hier im Saal zu nahe treten. Kein Mensch, der hier heute im Saal sitzt, wird die U-Bahn nach Karow jemals erleben. Also insofern wäre es wirklich wichtig, dass wir ordentliche öffentliche Personennahverkehrsverbindungen zu den S-Bahnhöfen schaffen. Und da muss man dann darüber eben auch nachdenken, inwieweit hier zusätzliche Zugangsmöglichkeiten bestehen. Und dann ist es natürlich völlig legitim und richtig, dass dann an diesen S-Bahn-Stationen auch entsprechend viele Möglichkeiten existieren, dass Fahrräder abgestellt werden können. Vielleicht eben auch natürlich überdacht. Das sind ja die Themen, die heute eine Rolle spielen. Diejenigen, die in Karow wohnen und die in die Stadt fahren, die fahren nicht immer nur mit dem Auto, sondern die fahren oft auch mit dem Fahrrad zum S-Bahnhof und haben dann oft das Problem, dass sie gar keinen Platz mehr finden, um ihr Fahrrad abzustellen. Also so viel vielleicht von meiner Seite. Danke. Also Sie sagen, Abstellmöglichkeiten an den Bahnhöfen, U-Bahn sehen Sie hier persönlich auf gar keinen Fall. Und Sie sagen aber auch, die Straßen dürfen hier aus Ihrer Sicht auch nicht außen vor gelassen werden.
Gut, alles klar. Vielen Dank. Wer ist denn mein nächster Kandidat? Wir haben Nummer 5. Herr Simon, wie sieht's bei Ihnen aus? Ich hoffe, ich bekomme auch ein bisschen mehr Zeit, weil das ist jetzt wirklich eine sehr umfangreiche Frage. Ich fange mal mit Ihrer letzten Frage an. Ich bin hier das erste Mal 1975 hergekommen. Da fuhr auf der Dorfstraße der Bus in 10-Minuten-Takt und die hat die Bauarbeiter zu den Baustellen von Buch 2 gebracht. Die S-Bahn fuhr mit 8 Zügen im 10-Minuten-Takt und hatte Einsatzzüge in Buch. Wenn also die Vertreter der Grünen das als Erfolg empfinden, Züge auf 8 Wagen aufzustocken, dann gehen wir eigentlich bloß zurück, wo wir vor 45 Jahren schon waren. Das ist keine Revolution. Die Beschaffung vom Fuhrpark, was auch wichtig ist, ist nur ein Ersatz. Wenn wir von 1300 S-Bahn-Wagen oder ich kenne jetzt die Anzahl von Elektrobussen nicht, die wir jetzt einführen, die Beschaffungsausschreibungen erfolgen zurzeit, bauen aber keinerlei Puffer auf, wo wir in Zukunft die zusätzlichen Fahrgäste unterbringen wollen oder wie wir sie transportieren wollen. Und das ist neben dem Infrastruktur, neben den Straßen ein Problem, in was für Bussen wie wir und was für Trams und was für S-Bahnen wir die Leute fahren. Das war zur letzten Frage. Sie wollten ja sehr konkret wissen, was wir als FDP von uns wollen. Wir sagen, wenn man die Landkarte anguckt, gibt es bloß eine klare Antwort. Die Hobrechtsfelder Chaussee muss außerhalb der Ortschaften ausgebaut werden, insbesondere weil mit dem Gewerbegebiet Buchholz Nord mehr Verkehr, mehr Lieferverkehr, mehr Wirtschaftsverkehr, aber auch die Arbeitnehmer und Kunden, die zu diesem Wirtschaftszweig hinkommen wollen, zu Wirtschaftszweigen hinkommen wollen, auch transportiert werden müssen. Und da muss man von Anfang an den ÖPNV einplanen und ertüchtigen. Wir haben viel über die Tangentialverbindung Prügelenge bezogen. Ich bin erfreut, wenn die CDU heute auch dafür eintritt. Wir sind, glaube ich, die einzigste Partei, die die Nord-Ost-Tangente ständig befürwortet. Ob diese nun wirklich durch den Blankenburger Süden geführt werden muss oder entlang des Außenrings, wie bis Malchow zwischen Hohenschönhausen, das kann man ja alles besprechen. Aber dass es eine weitere leistungsfähige Tangentialverbindung braucht, muss eigentlich jedem klar sein. Und die eben nicht durch Bahnhofstraße und die jetzt neu errichteten Wohnbaugebiete. Wer das geplant hat, hat entweder nicht miteinander geredet oder hat wirklich nicht die Anwohner und die neuen Bewohner im Auge. Wir bevorzugen mehrere neue Strecken, zum Beispiel ist über die Straße 52 der ÖPNV über Malchow bis direkt nach Weißensee zu erreichen, wo interessanterweise ja der Polizeiabschnitt ist, der für Buch zuständig ist. Man fährt im Prinzip heute nach Pankow und um dann wieder nach Weißensee zu fahren, hat keinerlei Sinn und entspricht nicht dem Bedarf der Bürger, welche das Auto nutzen, um dort in 15 Minuten zu sein oder mit ÖPNV in 45 Minuten sind. Der Takt ist auf der S-Bahn nicht auszubauen, nicht zu verdichten, auf vielen Tramlinien auch nicht. Darum zweifle ich an der Universallösung, alles auf die M2 zu stecken, weil die ist in der Innenstadt ab Peinersdorf schon gut ausgelastet und kann nicht noch zusätzlich hier von hier oben 10.000 Fahrgäste, wenn wir darüber reden, aufnehmen. Wir empfehlen 2 neue Tramlinien und vor allen Dingen die auf den vorhandenen Straßen zu bauen, wo jetzt keine sind. Das ist einmal die Pankrafenstraße, hier die Verbindung nach Buchholz und eben einmal über die Prenzlauer Promenade Heinersdorf parallel zum Radschnellweg. Ist uns ein bisschen, gebe ich ehrlich zu, in der Planung und durchgerutscht, weil es ist nicht genug Platz zwischen den Einfamilienhäusern und Grundstücken für Tram und Fahrrad, aber dafür muss man dann auch andere Lösungen finden. Der Individualverkehr ist immer wieder die Frage, vierspurige Straße will hier keiner haben, gebe ich ehrlich zu, ist undenkbar, aber es gibt in anderen Städten eben den Wechsel bei einer dreispurigen Straße, dass er sich entsprechend der Pendlerverkehre morgens 2 Spuren statt einwärts, abends 2 Stunden aus, statt auswärts einrichten lassen mit Ampelsystemen und flexiblen Verkehrslenkungselementen. Darf ich noch oder war das jetzt das Zweite? Eine Minute nach, es war auf 5 Minuten gestellt, ich hatte extra geguckt. Danke.
zur U-Bahn. Wir wollen auch die U10 haben. Bis Weißensee sind wir uns einig mit der CDU. Wir sehen die drängendere Anbindung von Hohenschönhausen und Marzahn. Aber wichtig ist die Trassenfreihaltung zumindest bis zur Sellheimbrücke, weil technisch ist es wahrscheinlich aufwendig, unter der S-Bahn, unter dem Außenring eine U-Bahn-Strecke dort zu bauen. Aber ein realistisches Ziel auch bis 2030, 2035 muss es sein, die Trassenfreihaltung so voranzutreiben, dass der Bau durchgesetzt werden kann. Und an der Sellheimbrücke oder an Malchow muss man flexibel sein, ein Umsteigepunkt oder ein Hub erreichbar ist. Letzter Punkt, wir sind für Park and Ride, eindeutig. Wir wollen an genau wie die CDU an der 114. Wir sagen bloß auch noch am Endhaltepunkt Pasewalker Straße, Heinersdorf, muss auf dem jetzigen Park-and-Ride-Parkplatz wesentlich mehr geschaffen werden und wir bevorzugen dafür ein Parkhaus. Ob nun 5.000 oder 10.000 PKWs, wenn wir von 75. Wir können viel von Brandenburg fordern, aber müssen auch mit einem Teil vorangehen. Punkt. Also Trams, U-Bahn, Park-and-Ride, Ausbau der Hobrichsfelder Chaussee, um mal die Eckpunkte, die ich so verstanden habe, nochmal zusammenzufassen. Ihre konkreten Vorschläge. Gut, dann haben wir Nummer 2, Herr Franke, Herr Mintrop. Ja, ich starte mal mit der Bundesperspektive und muss nochmal einen Schlenker zu Wien machen. Also ich bin regelmäßig jetzt wegen der Pandemie letztes Jahr nicht einmal pro Jahr in Wien. Und die Seestadt Aspern, das Prinzip muss man eigentlich übertragen auf alle Neugebiete. Erst die Verkehrsanbindung, dort die U-Bahn, dann das Gewerbezentrum, dann die Schulen, dann die Kitas, dann die Wohnungen. Das schafft Akzeptanz und das Umfeld mit einbinden. Kommen wir zur Bundesebene. Wir haben auf der Bundesebene dafür gesorgt, dass sich die Finanzpolitik und mit Olaf Scholz grundlegend geändert hat. Wir hatten vorher das Problem, dass gesagt wurde, Deutschland, wir werden weniger und älter und wir haben nicht mehr investiert. Und die Länder haben gesagt, wir lösen die Probleme. Deswegen war nach dem Grundgesetz, der Bund durfte kein Geld für Bildung geben, der Bund durfte kein Geld für den Nahverkehr geben und kein Geld mehr für den sozialen Wohnungsbau. Wir haben das Grundgesetz mit Zustimmung außer der AfD aller Parteien in diesem Punkt geändert. Wir haben die Gelder für den Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz von 330 Millionen auf jetzt über 1 Milliarde aufgestockt in diesem Jahr und Tendenz weiter anwachsen. Das Geld wird nicht ausgegeben, weil die entsprechenden Planungen fehlen. Das heißt also, das Geld ist da. Wenn jetzt wieder dieses Bingo-Spiel stattfindet, Berlin sozusagen sagt, der Bund muss liefern, das kann ich nicht mehr aushalten. Dann muss mir Berlin ein Projekt sagen, was an Bundesgeldern fehlt, die besorge ich. Das hat es noch nicht gegeben. So, und dann kommen wir weiter dazu. Wir haben auch I-2030. I-2030 sind die Investitionen in den Nahverkehr. Das könnte auch alles viel schneller gehen. Ich habe mich persönlich um die Niedermarnische Eisenbahn gekümmert, um die Verlängerung der NEB nach Wilhelmsruh. Es waren sehr aufwendige Gespräche bis hin zur Förderung von Wasserstoff, aber es ist eigentlich nicht mein Job als Bundestagsabgeordneter, die Länderkoordinierung zu machen. Das hat aber funktioniert. Wir haben das um 6 Jahre vorgezogen. Also hier wird die Arbeit von der Senatsverwaltung nicht vernünftig gemacht. Und bevor ich an Herrn Franke übergebe, ich habe immer noch den Eindruck, dass die Politik in Berlin sehr stark geprägt ist über eine Sicht aus den Innenstadtbezirken. Jetzt lebe ich sozusagen da, aber die Außenbezirke finden nicht in der Betrachtung statt. Und man sieht das ganz deutlich an einer Stelle. Das ist das Ruftaxi-System, was wir in Berlin haben. Ein Ruftaxi-System im Prenzlauer Berg ist vollkommen bekloppt. Gucken Sie sozusagen nach München. Der Isar-Tiger fährt in Kooperation mit den Taxiverbänden in den Außenbezirken von München. Das zeigt mir das gesamte Denken dieser Verwaltung. Das ist einfach falsch und die politische Führung ist dafür verantwortlich. Danke, Herr Mintrop. So, jetzt muss ich den Schwenk hier auf die lokale Ebene finden. Ja, also auch wir sind natürlich für eine gesunde Verkehrsmischung. Man kann nicht alles auf den ÖPNV abladen. Man muss gucken, wie kann man auch den Fahrradverkehr, den Fußgängerverkehr und halt auch teilweise das Auto fördern. Beispielsweise sind einige Themen sind genannt, viele Themen, die sich auch überschneiden. Wir müssen, denke ich mal, das Karower Kreuz ordentlich ausbauen, damit man dort von der S2 in die S75, die von Wartenberg aus verlängert wird, und in die S8 und auch in den Regionalexpress 3 umsteigen kann. Wir müssen den Panke Trail ordentlich planen, also diese Fahrrad-Schnellverbindung. Ich fahre sehr gerne Fahrrad, ich fahre auch mal gerne Auto und ich fahre auch gerne ÖPNV. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen, dass man auch mal früh sagt, heute fahre ich mal mit dem Fahrrad und dann schnell unterwegs ist. Und da muss man halt gucken, dass die Ortsteile auch entsprechend gut angebunden werden. Und das würde ich dann auch sehr gerne begleiten. Und dann muss man auch noch über eine B2-Anbindung reden, also das kam eben auch eben schon zu Wort, dass wir hier keinen Autobahnanschluss planen, sondern wir haben einen Autobahnanschluss ein paar Kilometer weiter, von daher die B2-Anbindung an Karo, das wäre eine
einfach zu realisierende, günstige Lösung, um dort halt auch den Autobahnanschluss für Karow hinzubekommen. Und dann natürlich die Park-and-Ride-Thematik. Park-and-Ride kann nicht nur in Berlin stattfinden, muss auch in Brandenburg stattfinden. Von daher brauchen wir da auch eine ordentliche Kooperation mit Brandenburg, um dort zu gucken, dass an sinnvollen Ecken, wie beispielsweise in Birkenwerder, das ist ein bisschen weiter weg, auch umgestiegen werden kann von Auto auf die S-Bahn. Danke. Das heißt, Herr Mintrup, Sie sagen, erst die U-Bahn, dann Gewerbegebiet, dann Kitas und Schulen. Das ist ein Konzept, wo Sie sagen, da gab es schon mal richtig gute Erfahrungen Ihrerseits und das hat viel Akzeptanz bei den Bürgern zur Folge gehabt. Herr Franke, Sie sagen, nur das eine zu betrachten reicht nicht. Sie sind selber, Sie wohnen hier und sagen, manchmal ist es das Auto, manchmal ist es das Fahrrad und deswegen wirklich auf alles auch zu setzen. Sie haben gesagt, das S-Bahn-Kreuz zu stärken mit S-Bahn, aber gleichzeitig auch Regionalverkehr, Fahrradwege auszubauen und auch über die B2 zu sprechen. Dankeschön. Jetzt haben wir Nummer 1. Überraschung. Irgendwo. Ja. Ja, doch, ja. Jetzt als Letzter zu sprechen, ist natürlich irgendwie damit verbunden, dass ich die Anwesenden nerve oder langweile. Deswegen versuche ich es mal so schnell wie möglich zu machen. Und keine Wiederholung zu machen. Ja, die Botschaft im Radio, der Opener war sehr spannend, nervt jeden Tag wieder. Man hat bei Inforadio ja vor allem irgendwie Staumeldungen aus unserem Bezirk. Das ärgert mich, das nervt mich und da ist also ganz deutlich klar, der Pankower Nordosten ist ein massives Problem. Jetzt schon mit den Einwohnern, die wir jetzt schon haben und mit den Einwohnerinnen, die wir dazukommen, wird dieses Problem größer. Pendelverkehr muss endlich über die Grenzen Berlins hinaus betrachtet und gelöst werden. Und deswegen die Antwort, ja, Herr Mindrup hat die Reihenfolge richtig beschrieben, erst die Verkehr und die ganzen sozialen und anderen Infrastrukturen aufbauen und dann die Wohnungen. Leider, und da stimme ich auch mit ihm überein in der Kritik, gerade die Senatsverwaltung für Verkehr, die für Bewegung zuständig ist, hat da in letzter Zeit vor allem Stillstand gezeigt, wo Aufgaben waren. Übereinstimmungen bestehen, glaube ich, bei ziemlich vielen hier im Saal darin, dass wir eine Verkehrswende wollen, dass wir ÖPNV dafür stärken müssen. Es gibt Unterschiede auf jeden Fall zur CDU, was die U-Bahn betrifft, da ist die Linke deutlich skeptischer und geht eben mit den realistischen Zahlen vor, wie lange sowas dauert. Dass die Busse im Stau stehen, zeigt uns, dass das nicht der richtige Weg ist. Wir wollen einen zweiten S-Bahn-Ring, wir wollen zusätzliche Bahnhöfe, wir wollen Tram-Querverbindungen, den Ausbau von Tram-Verbindungen da, wo sie sowieso schon angelegt und möglich sind. Und zur letzten Frage, die Linke steht für mehr Investitionen. Wir glauben, dass die schwarze Null die Fehler dieser Zeit verschärft hat, die Probleme verschärft hat. Und deswegen verabschieden wir uns gerne davon, weil wir glauben, dieses Geld ist da gut ausgegeben. Okay, also Sie sagen U-Bahn, sehen Sie skeptisch, ansonsten setzen Sie aber wirklich auch auf einen vollumfänglichen Ausbau, Tram, mehr Bahnhöfe und so weiter. Dankeschön. Dann meine Frage an dich, Stefan, stellvertretend für alle, zum Thema Verkehr. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Klarheit hast du jetzt? Ja, ich komme allerdings über eine 7 nicht hinaus. Okay. Was sehr positiv. Also eine 7 ist ja schon mehr als die Hälfte. Was bräuchte es, damit es eine 9 wird? Also sehr positiv habe ich wahrgenommen, dass alle sich hier doch sehr intensiv mit der Verkehrssituation im Pankower Nordosten beschäftigt haben und auch sehr wohl mit konkreten Ideen kommen. In meiner Wahrnehmung habe ich allerdings zu häufig wahrgenommen, man müsste mal und nicht wir werden in den nächsten 3-4 Jahren das und das umsetzen. Und das hätte ich gerne gehabt und das wäre dann auch eine 10. Das wäre dann eine 10, also wirklich ein konkreter Plan für die nächsten 3 Jahre, was passiert wann. Oder auch 5, überhaupt eine Zeitschiene. Eine Zeitschiene konkret zu haben, alles klar. Ich danke dir. Wir kommen nun zum nächsten Punkt, das Thema Bauen. Darf ich dich nach vorne bitten, die Anke? Ich muss erst mal testen. Ja. Guten Abend an alle. Es dauert ja jetzt schon alles ganz lange.
Mich juckt es ehrlich gesagt in den Fingern, mit Ihnen ganz arg nochmal über das Thema Verkehr zu diskutieren. Leider habe ich noch ein anderes Thema, was, glaube ich, die Karoer sehr interessieren wird. Es geht um das Thema Bauen und Umwelt. Also wir haben ja gesagt, Verkehrslösung vorbauen. Und deswegen haben wir auch die Verkehrslösung vorher. Und ich habe hier wenig Lösung gehört. Also ich bin mit der 7 nicht ganz glücklich. Ich hätte nicht mal eine 5 gegeben, weil ich von Ihnen wenig Lösung gehört habe. Und wer Planung gemacht hat, und da bin ich fertig mit dem Verkehr, wer sich schon mal mit dem Thema Planen beschäftigt hat, der weiß, wir reden bei Verkehrslösungen nicht im 5-Jahres-Zeitraum. Und im Thema Bauen, und aus dem Bereich komme ich, würde ich denken, wir schaffen das, wenn Sie sich beeilen und Ihre sozialen Probleme und Ihre Wohnungsprobleme lösen wollen, schaffen wir das in 5 bis 10 Jahren. Also stehen wir zwischen 5 bis 10 Jahren im Bauen und 30 Jahren in der Umsetzung. Und Berlin wird da noch ein Stück hinten anstehen von irgendwelchen Verkehrsproblemen. Und wir wissen alle, Karo Nord, wir sind alle Brandkinder. Wir wissen, die Konzepte liegen in irgendwelchen Schubladen. Wenn wir heute danach fragen, würden wir sie nicht mehr finden. Wir haben sie aber. Also gut, das war das Thema Verkehr abgeschlossen. Sorry für meine Überziehung. Aber das musste ich jetzt einfach nochmal loswerden. Unser Karo, unsere Zukunft, das können alle auf unseren Plakaten lesen, auf dem Weg hierher. Ich gehe davon aus, dass die meisten mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen sind. Haben Sie es sicher gelesen? Unser Karo liegt uns am Herzen und unser großes Ziel ist ein Karo mit hoher Lebensqualität für alle Bürger. So denken viele Karoer und so denkt auch erfreulicherweise eine Mehrheit der WVV. Wir haben ja gehört, Bürgeranträge, großes Mittel und danken auch dafür, dass sie eingebracht wurden. Und mit Unterstützung wurde der Bürgerantrag ja bestätigt von der BVV. Und der Inhalt war ortsverträgliche Bebauung. Was bedeutet das? Wir wissen es alle, was uns am meisten interessiert. Geschosshöhen, Begrenzung der Geschosszahlen und Begrenzung der Bebauungsdichte. Hier gehen natürlich die Meinungen sehr weit auseinander. Von unserer Seite gab es Begrenzungen, von der anderen Seite gibt es keine Begrenzungen. Dann der Erhalt, und das ist uns ein großes Anliegen, allen Karoer, einer stabilen Bewohnerstruktur. Zu einer stabilen Bewohnerstruktur gehört, uns wird immer unterstellt, dass wir was anderes meinen, gehört ein schönes Karo für alle, egal woher sie kommen, egal wo sie in Karo leben und egal wo sie in Karo hinziehen. Also, das wollten wir hier nochmal sagen. Und die Berücksichtigung des Klima- und Umweltschutzes ist auch für uns ein sehr wichtiges Thema. Da gibt es nur 3 Stichworte. Das eine Stichwort ist Kaltluftschneisen, Feuchtbiotope. Und Kaltluftschneisen versorgen die Innenstadt mit Kaltluft. Und Karo versorgt auch Berlin mit Kaltluft. Und diese sollen zugebaut werden. Teilweise. So. Ein Thema ist noch für uns völlig unverständlich, mitten im Planungsprozess, Sie haben es alle gehört, Rahmenplanung, haben wir über 1,5 Jahre alle zusammengearbeitet, wurde die Planung von der Bezirksverwaltung zur Senatsverwaltung abgegeben, für uns völlig unverständlich. Gestern wurde in der BVV beschlossen, das wieder rückgängig zu machen, wofür wir natürlich dankbar sind. Und wir fragen uns, wie sollen wir der Politik vertrauen? Wir sind völlig verwirrt und wir wollen eigentlich keine langwierigen Klageprozesse anstreben, aber unter Umständen muss dies sein. Also ich stelle jetzt nochmal die Frage, inwieweit können wir den Zusagen der Politik vertrauen? Das ist unsere erste Frage, aber werden Sie, und jetzt kommt eine entscheidende Frage an alle Parteien, werden Sie die von der BVV schon beschlossenen Anwohnereinträge im Abgeordnetenhaus vertreten, mit den Inhalten ortsverträgliche Bebauung, Umwelt und ja, natürlich soziale Struktur? Danke. Also es sind konkrete Fragen und Sie dürfen auch gerne Zahlen nennen. Vielen Dank. Dann schauen wir, mit wem die Runde losgeht zum Thema. Frage ist ziemlich eindeutig, werden Sie den vorliegenden Antrag unterstützen? Nummer 5. Gut,
passt wahrscheinlich. Alle haben unsere Plakate in der Stadt gesehen. Bauen nehmen wir sehr wichtig. Wir halten den Bedarf bis 2030 für statistisch erwiesen, dass wir 200.000 Wohnungen brauchen in der ganzen Stadt. Pankow muss davon einen Anteil tragen. Wir sehen aber die Gefahr, dass, wie schon mehrfach gesagt, die Innenstadtpolitiker für die Innenstadtpolitik machen und darum hier einfach danach gegangen sind, wo hat die Stadt Berlin die meisten öffentlichen Flächen. Und da bauen wir am meisten hin. Caro, der Charakter, den zu erhalten, muss man immer genau die Baufelder angucken. Ich habe heute mal auf die Straße 70 geguckt, die Häuser, die dort stehen, wie dicht sie stehen, haben natürlich einen anderen Anspruch von Ortsüblichkeit, als wenn man hier südlich der Straße, Dorfstraße an der Bahnhofstraße, die villenartigen Stadtvillen und zweistöckigen Häuser sieht. Wir meinen, dass immer noch die Last jedes Ortsteils gerechter verteilt werden muss. Darum sind wir als einzige Partei wieder für den Ausbau der Elisabethaue. Ja, Sie können lachen, aber es ist nun mal so, wir sind die einzige Partei, die sagt, dass Sie auch gut, hervorragend, dass dadurch die 3000 Wohneinheiten, die jetzt hier in der Rede stehen, eben auch gesenkt werden können und auch angepasst werden können an die Ortsüblichkeit. Genauso sehen wir als eine der Lehre aus Caro Nord, dass es nicht gut ist, wenn ein Bauträger für alle Baufelder einheitlich die Planung vernimmt, weil Vielfalt in der Bebauung ist eben auch typisch für die Berliner Außenbezirke, die sie unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Bautypen und auch Bauhöhen beachtet haben. Wichtig für mich ist bei der ganzen Sache, wenn wir über die Bauhöhe sprechen, die Barrierefreiheit. Die eben in Caro hat ein massives Problem, dass der demografische Wandel massiv zugeschlagen hat. Und die Menschen hier weiter leben wollen, aber es in ihren Häusern, die teilweise enge Treppen in den Siedlungen und so haben, die brauchen Lifte, brauchen breite Türen, wo sie mit Rollator, wo sie mit Rollstuhl hinkommen und dafür gibt es keine Angebote. Damit das finanzierbar ist, Lifte, braucht man eine bestimmte Anzahl von Bewohnern, was auch eine bestimmte Geschossfläche bevorzugt. Wir sehen nur kritisch bei Ihnen im Papier, dass sie die Grundstücksflächen, den Grundstücksflächenwert gleichzeitig mit dem Geschossflächenwert kombinieren. Ich arbeite in Spandau, Pepiterhöfe sind ein so ein Beispiel, wie man 1000 Wohnungen autoarm nach dem 2016 fertiggestellt, da war noch CDU mit SPD verantwortlich, nicht die Grünen, wie man 1000 Wohneinheiten attraktiv gestalten kann mit 400 Parkplätzen. Darum sage ich, man muss auch in Berlin vielleicht über den eigenen Bezirk hinwegsehen, was gibt es für Vorbilder. Und wenn man an einem Standort so 1000 Wohnungen erbaut, hat man eine viel weniger, geringere Belastung für ganz Pankow bzw. ganz Caro. Feuchtbiotope wurde genannt. Wichtigste, die Karower Teiche sind im Buchholz, aber ist natürlich auch zu beachten, wenn der Teich am Teichberg gemeint ist, muss man sich entscheiden, was ist wichtiger, die Abstandsfläche zwischen den einzelnen Wohngebäuden oder die Abstandsfläche zu den Feuchtbiotopen. Wir sagen, Feuchtbiotope gehen vor, auch nach Bundesnaturschutzgesetz. Das setzt erstmal Maßstäbe, was man für Raum und Platz hat und daraus ergibt sich anderes. Der Abstandsflächenwert von 0,4 in dieser Stadt ist für Anwohner, die schon dort wohnen, extrem negativ, gerade wenn man in ein- oder zweistöckigen Häusern wohnt, ist 0,4 zu wenig. Aber die 30 und 50 Meter, die hier im Raum stehen, lassen sich nicht an jedem Ort verwirklichen. Ich sage nicht, dass es kein Wunsch ist und dass es vor allen Dingen hier, je näher man an die Dorfstraße kommt, wichtiger ist. Aber wenn man Richtung B2, Richtung Stadtgrenze geht, müssen auch 4 Stöcke bzw. 4 mit einem ausgebauten Dachgeschoss möglich sein. Aber keine Hochhäuser wie in manchen Planungen. Keine Hochhäuser, aber schon ein bisschen höhere Anzahl an Geschossen und die 30 und 50 Meter sehen Sie durchaus kritisch, nicht überall realisierbar. Und wenn es um die Feuchtbiotope geht, sagen Sie klar für die Feuchtbiotope. Dankeschön. Dann machen wir weiter mit Nummer 6, der AfD. Herr Frömming. Sie fangen an. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch anfangen mal mit etwas Grundsätzlichem. Einiges, was ich jetzt hier sehe, lese in Caro, erinnert mich doch an das, was ich selber erlebt habe bei ähnlichen Projekten. Es ist ja nicht so, dass das erste und einzige Bauprojekt ist, das wir jetzt hier erleben in der Bundesrepublik.
Und häufig ist es doch so, dass bei solchen großen Projekten die Entscheidungen schon viel, viel früher fallen, also lange bevor Bürger überhaupt beteiligt werden. Und natürlich sind dann auch massive Interessen im Spiel. Also in dem Fall, wo ich damals in der Bürgerinitiative aktiv war, da war es natürlich auch so, dass diese Flächen, die es da gab, das waren laut Flächennutzungsplan Agrarflächen, also Grünland, kein Bauland. Das war noch lange kein Bebauungsplan und Satzung beschlossen. Das bedeutet natürlich, dass man zu diesem Zeitpunkt dort noch sehr günstig Grundstücke kaufen kann. Natürlich darf ein Politiker die nicht selber kaufen und dadurch reich werden oder sie weiterverkaufen, aber natürlich entfernte Bekannte, Verwandte und so weiter. Und es passiert dann auch häufig, dass irgendjemand sich sehr früh schon eindeckt mit Grundstücken und so weiter. Also der Spur muss man mal folgen, wem das Ganze nutzt und wer welche massiven Interessen verfolgt. Und an der Stelle will ich einfach nur mal eine Frage stellen, um sicherzugehen, dass hier natürlich hoffentlich nicht etwas Ähnliches läuft. Denn auch hier in Karow sind ja sehr früh schon Grundstücke verkauft worden, und zwar auch bevor der Bebauungsplan jetzt aufgestellt ist endgültig. Wir diskutieren ja noch, wie er aussehen soll. Und zwar haben hier städtische Wohnungsbaugesellschaften sich eingedeckt in sehr hohen Prozentzahlen. Also Karow Süd 79% gekauft, am Teichberg 70%, die Gesobau, die erste HOWOG. Und das geht hervor aus einer Antwort auf eine Anfrage unserer Fraktion in der BVV vom Oktober 2020. Also da würde ich schon gern mal wissen, wer sitzt denn im Aufsichtsrat dieser Gremien, warum kaufen die sich so früh hier ein und zu welchem Preis haben denn diese städtischen Gesellschaften gekauft? Gab es da Mitbewerber, gab es da eine öffentliche Ausschreibung? Vielleicht können die verantwortlichen Parteien dazu auch Auskunft geben. Herr Fröhling, heute nicht auf der Agenda dieses Thema. Wir nehmen die Frage auf jeden Fall mit. Ist aber spannende Frage. Definitiv spannende Frage. Und dennoch bin ich ja hier dafür, da die Agenda einzuhalten. Und Sie haben jetzt noch in Ihrem oder an Ihrem Tisch 2 Minuten Zeit, konkrete Zahlen für Frau Prescher zu nennen. Die sagt, wie sieht es denn aus mit dem Einwohnerantrag? Ja, um die Frage gleich zu beantworten, wir als AfD schließen uns dem Einwohnerantrag an. Die konkreten Zahlen habe ich an den entsprechenden Antworten genannt. Aber ich möchte mal das aufgreifen, was mein Kollege Götz gesagt hat. Und zwar ist es tatsächlich so, dass dort noch hinter den Kulissen sich einiges bewegt. Das ist ja nicht nur so, Herr dass... Herr Buchholz, ich kann es verstehen, dass das eine spannende Frage ist, aber sie ist nicht Bestandteil der Agenda. Wollen Sie die Zeit noch nutzen, um sozusagen mehr beizusteuern zum Thema, noch was zu dem Einwohnerantrag zu sagen? Ich habe jetzt verstanden, Sie unterstützen alles, was da drin steht. Und es ist eine wichtige Frage offen, wo Sie anregen, dass man der mal nachgeht. Heute ist die hier aber nicht Bestandteil der Agenda. Deswegen wollen Sie noch was sagen zu den konkreten Zahlen, die im Einwohnerantrag? Ja, also Grundflächenzahl 0,3 oder kleiner, Geschossflächenzahl 0,8 oder kleiner, dem schließen wir uns an. Dem schließen Sie sich an. Vielen Dank. Ich mache diese Diskussion hierzu nicht auf. Nein, kein Diskussionsbeitrag. Ich habe gerade die Mitteilung bekommen, dass bei YouTube die Lautstärke von uns nicht richtig übertragen wird, dass die Technik vielleicht... Alles klar, super, danke für den Hinweis. Apropos YouTube, ich habe hier noch einen Zettel bekommen. Wir haben 100 Teilnehmer online über YouTube und ca. 200 sind vor Ort. Also 300 Bürger, die sich interessieren. Das Thema hatten wir ja heute auch, dass es auch darum geht, irgendwie sich einzubringen in diese ganzen Fragen, die Kommunalpolitik betreffend. Dann geht es weiter mit Tisch Nummer 2. Die SPD ist dran. Unterstützen Sie den Einwohnerantrag? Konkrete Zahlen sind erwünscht, Herr Franke. Ja, also wir unterstützen den Einwohnerantrag, weil wir haben den ja auch schon unterstützt in der BVV und ich werde mich da jetzt nicht gegen meine Fraktion lehnen. Nein, also, könnte Ärger geben. Nein, auch inhaltlich, auch persönlich unterstütze ich den natürlich im, und dann später eventuell auch im Abgeordnetenhaus. Wir haben ja ein ähnliches Thema, ich komme aus Französisch Buchholz, auch in Buchholz, dass wir da eine Riesenfläche haben, die Elisabethaue, und da haben wir auch gesagt, ja, ganz opponieren geht nicht, wir wollen nicht, dass hier nicht gebaut wird, sondern wir wollen, dass hier anständig gebaut wird, und da haben wir auch mit vielen Akteurinnen und Akteuren der, aus Buchholz gesprochen und dafür einen Antrag dann auch über den SPD-Landesverband eingebracht, und das ist jetzt Beschlussfassung der SPD, dass da
behutsam gebaut wird. Und das jetzt mal ein Schwenk, aber hier in Karow natürlich, das wird von mir unterstützt. Man muss aber dann auch zur gesamten Wahrheit sagen, es kann nicht hier nur am Stadtrand extrem gebaut werden, sondern wir müssen auch mal wieder über das Tempelhofer Feld sprechen und über andere große Flächen, die bisher nicht betrachtet wurden. Und ich denke mal, du hast ja eben schon gerade gesagt, dass man nicht nur aus der Innenstadtpolitik-Brille machen sollte, sondern alle immer zu Wort kommen lassen. Und ich würde jetzt mal zur Bundesebene abgeben. Alles klar. Also man kann nicht alle Probleme Berlins in Karow lösen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Wichtig ist, wir werden eine stark wachsende Metropolregion bleiben. Das muss man klar sagen. Das heißt, wir müssen viel stärker mit Brandenburg kooperieren. Das ist dann wieder eine Frage der Verkehrsachsen, sind dann eher die Regional- oder die Regionalexpresszüge. Und deswegen ist es wichtig, dass das vernünftig passiert. Und Berlin, und das ist ja richtig gesagt worden zu den Freiflächen, muss natürlich die zweiten Potenziale nachnutzen. Und das ist vor allen Dingen die Frage der Dachgeschossaufstockung, die man machen kann. Da gibt es verschiedene Methoden, wo man dann auch eine Barrierefreiheit herstellen kann, was sehr wichtig ist. Können Sie sich im Buch gerade angucken, macht die Gesobau, macht eine dreigeschossige Dachgeschossaufstockung auf einem vierstockigen Plattenbau und schafft gleichzeitig damit Barrierefreiheit. Da haben Sie die Infrastruktur, da geht keine Grünfläche kaputt, Abwasser ist da, Fernwärme ist da, das muss viel stärker passieren. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit der Nachverdichtung von diesen völlig unzureichend genutzten Einkaufszentren, in Anführungszeichen. Das geht ja gar nicht. Und wir haben auf der Bundesebene extra das Baugesetzbuch geändert, dass die Kommune, in dem Fall wäre es ja der Bezirk, über sogenannte sektorale Bebauungspläne solche Nachverdichtungen machen kann. Und dann muss ich an anderer Stelle nicht so viel Unsinn machen und kann dann also auch die entsprechenden Freiflächen schützen und komme dann zu einer vernünftigen Vorgehensweise. Ich glaube, das ist sehr wichtig und dann komme ich nicht in diese Konfliktsituation und ich habe manchmal das Gefühl, dass in Berlin es einfach so die Zahl gibt, wir müssen so und so viele neue Wohnungen bauen und dann ist Planerfüllung um jeden Preis. Und das ist unvernünftig, weil es am Ende nicht funktioniert und spätestens vor den Gerichten dann gestoppt wird. Aber das war die grundsätzliche Haltung als Bundespolitiker. Ich bin voll überzeugt, der Roland Schröder ist ja heute im Ausschuss, Sie kennen den ja, das ist ein hochkompetenter Stadtentwicklungspolitiker, den wir da auf der Bezirksebene haben. Also der könnte im Bundestag locker auch mitspielen. Okay, also Sie sagen, nicht alle Probleme der Stadt Berlin können wir in Karow lösen, sollten wir auch nicht tun. Konkret Alternativen auch zu überdenken, Berlin Nachverdichtung, Dachgeschossausbau, übers Tempelhofer Feld nochmal zu reden, weil Karow hat nicht die einzigen Freiflächen und auch das Thema Einkaufszentrum. Und habe ich Sie richtig verstanden, Herr Franke? Ja, zum Einwohnerantrag mit den Zahlen, wie er ist? Ja, okay, super. Vielen Dank. Dann geht es zum nächsten. Nee, das waren zwei, nämlich den hier, der mir entgegenfliegt. Und entgegengeflogen ist mir die Nummer 3, Bündnis 90 Die Grünen. Und Frau Koch greift zum Mikro. Frau Dr. Koch, Entschuldigung. Ich hatte jetzt eine ganze Zeit lang eigentlich die Gelegenheit, mir zu überlegen, ob ich Ihnen erst die Kröte gebe oder das Angebot. Und? Sich wie ist es denn ausgefallen, Ihre Überlegung? Ich wechselte alle 2 Sekunden. Ich bin ja immer zuerst für die Kröten, falls Ihnen das hilft. Nein, ist die Kröte. Gut. Wir haben in der Form zu dem Zeitpunkt, wie der Einwohnerantrag gestellt worden ist, Nein gestimmt in der BVV. Und dann wiederhole ich auch jetzt ehrlicherweise das Nein hier. Das ist die Kröte, denn wir haben ein Prinzip, wenn wir bauen, bauen wir urban. Wenn wir bauen, bauen wir urban. Wir wollen flächensparend bauen, wir wollen die notwendigen Wohnungen auf so wenig Platz wie möglich schaffen. Das bedeutet nicht, um es ganz klar zu sagen, dass irgendjemand über 20-geschossige Hochhäuser in Karow nachdenkt. Das ist nicht der Fall. Aber das Thema ortsübliche Bebauung ist ein sehr schwieriges. Das muss man sich überlegen, ob man sich dann hier an dem Zentrum von Karow orientiert oder ich bin gerade hierher gekommen mit dem Auto. In Seitenstraßen gibt es bereits 3-geschossige Häuser. Also das, worüber wir reden, 4-geschossige Häuser, vielleicht mit einem Staffelgeschoss, mehr hat niemand gesagt. Das ist durchaus auch schon existent in Karow. Das war die Kröte. Jetzt, wenn ich laut rede, dann sage ich Ihnen mein Angebot. Wir haben ja schon hier einige, also Herr Mindrup, da kann ich alles unterstreichen, was er gesagt hat. Wir müssen all das natürlich tun, um Wohnungen da zu schaffen, wo bereits der ÖPNV ist. Unsere Priorität in jedem Fall, das hat Herr Mindrup beschrieben, das teilen die Grünen dieses Ansinnen, ist da Wohnraum zu schaffen in der Innenstadt, wo die Leute
häufig wohnen wollen und wo es bereits ÖPNV gibt, wo also kein zusätzlicher Verkehr geschaffen wird. Durch Aufstockung von Dachgeschossen, durch Supermärkte, durch Nutzung von den vermeintlich, also nicht mehr existenten, aber doch noch existenten Restflächen, durch Bau, durch Wohnungen am Rangierbahnhof Pankow, all das, Michelangelo-Straße, sind alles Flächen, die aus unserer Sicht für den Wohnbau in Frage kommen und deswegen haben wir dafür auch gekämpft. Und das wollen wir dringend vorrangig, bevor irgendjemand an Bauen im Außenbereich auf der grünen Wiese nachdenkt. Frau Koch, wollen insofern, noch Ihre Kollegen auch was sagen? Sie müssen ein bisschen warten. Die Kollegen, die kommen gleich dran. Aber die ganz haben dann so keine Zeit mehr, weil es war sozusagen für Ihren Gesamttisch. 2 Minuten sind es insgesamt noch. Gesamttisch. Ich darf einen Satz sagen. Ja? Um das gesamtstädtische, und das meine ich jetzt das Berliner Problem zu lösen, weil es ist natürlich richtig, nicht in Karo kann man alle Berliner Probleme lösen. Ich habe das folgende Angebot, wir müssen eine Flächenbedarfskonferenz einrichten. Das ist ein komischer Begriff, weil in der BVV haben wir natürlich ständig das Problem, man will hier bauen, dann sagen die Nachbarn, hier habe ich Parkplätze, oder sie sagen, ich habe Grünfläche, oder sie sagen, ich habe Klima, oder sie sagen irgendwas, natürlich. Sagen Sie das. Und die anderen kommen und sagen, wann baust du mir meine Wohnung? Wir wissen alle, wir brauchen sehr viel. Wir brauchen Kitas, wir brauchen Schulen, wir brauchen Wohnungen. Wir müssen das alles irgendwo auch bauen. Und darüber müssen wir uns unterhalten, wie können wir die bestehenden Flächen nutzen. Und das ist das Angebot, dass wir das pankoweit diskutieren. Und dann kommt man zu dem Ergebnis, ob man baut. Aber wenn man baut, ist meine Antwort dann urban. Halbe Minute. In der Kürze liegt die Würze. Es war auch eine Frage zum Thema Politik und Vertrauen. Und dazu will ich einen Satz sagen. Erstens, ich bin in Friedrichshain geboren und wohne in Pankow, seitdem ich denken kann, seitdem ich 3 bin. Das Thema Innenstadtpolitiker ist immer so sehr interessant. Aber wir haben vorhin über Beteiligung geredet. Und da haben alle Parteien gesagt, wie toll wir beteiligen wollen. Und dann kommt das Feld, das Tempoer Feld und alle sagen, da wollen sie bauen. Da gab es einen Volksentscheid. Das ist die Hochform der Beteiligung. Da gab es eine Entscheidung. Und dann sagen uns die FDP, die CDU wird es gleich noch tun, die SPD, da wollen wir bauen. Ja, das ist doch komisch. Also das passt doch überhaupt nicht zusammen. Da sind nur die Grünen und die Linken, die sagen, okay, wir heben Beteiligung wirklich hoch und sagen, da gibt es sogar ein Gesetz. Das hat sogar die SPD, also das ist völlig irre. Und das wollte ich hier einmal ganz kurz sagen. Und wenn man das Grundgesetz anspricht, ja, was man da geändert hat, zurückgeändert, da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass SPD und CDU das Gesetz geändert haben, was es uns jahrelang verbaut hat, hier Geld auszugeben für den ÖPNV. Das war SPD und CDU. Herr Mindrup hat quasi 2-mal die Hand gehoben, einmal dafür, dass der Deckel ins Grundgesetz reinkommt und ein zweites Mal, dass er wieder rauskommt. Und das ist ein Problem von Glaubwürdigkeit von Politik. Ich kann verstehen, dass Sie in einen Redeschwall kommen. Ich möchte bitte, dass Sie sich auch in den letzten Minuten noch an die vereinbarten Gesprächsregeln halten. Bitte, bitte, bitte. Wir sind alles erwachsene, gestandene Menschen und auch wenn man sich aufregt und ärgert, wenn man nicht einverstanden ist, es tut uns allen gut, damit wir die letzten Minuten hier noch nutzen können. Okay, ehrliche Antwort, eine Kröte, die zu schlucken ist, nein. Sie sagen, wir müssen klären, wenn hier gebaut wird, im Rahmen einer Flächenbedarfskonferenz, nennen Sie das, wie wir denn bauen, aber wenn wir bauen, dann ist es urban und dann ist es nicht 1:1 so, wie es im Einwohnerantrag vorgesehen ist. Dann haben wir Nummer 1. Herzlichen Dank. Zum Thema Vertrauen kann ich nur sagen, die Senatsebene, und die ist in meiner Partei gerade verortet, hat da viel Vertrauen verspielt. Da möchte ich mich ganz ernsthaft entschuldigen. Sie können sich vorstellen, dass wir intensive Gespräche geführt haben mit unseren Kolleginnen und leider nicht erfolgreich waren. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich das nicht weiterhin machen werde. Ich habe die Drucksache mitgezeichnet, deswegen, ja, ich bin noch nicht blöd. Also wenn ich was will, dann werde ich das weiter verfolgen. Mein Ansatz ist im Übrigen der, dass wenn ein Neubauprojekt oder irgendeine Großplanung irgendwo hinkommt, dann sollte diese Planung positive Wirkungen für diejenigen haben, die da schon sind. Die sollte man nicht ignorieren. Und das ist ja auch oft gerade möglich, durch ein Neubauprojekt Dinge zu finanzieren, was man sonst gar nicht finanzieren könnte. Und wenn man dieses Denken in die Verwaltung trägt, dann hat man viel gewonnen.
Wenn man immer nur ruft, bauen, 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 wie SPD und CDU das rufen, dann kann man sich vor Ort natürlich wirklich gut hinstellen und sagen, aber nicht hier. Richtig gesagt ist, wir müssen die Flächen, die dem Land gehören, als erstes betrachten, wenn wir einen bezahlbaren Wohnungsbau haben wollen. Und da muss es dann aber auch einen Ausgleich zwischen den Bezirken geben. Da haben einige CDU-geführte Bezirke übrigens sehr viel weniger geliefert oder wollen weniger liefern, obwohl da Flächen vorhanden sind. Und wir müssen bedenken, dass die Innenstadt auch durch die Maßnahmen, die hier wieder vorgeschlagen wurde, immer dichter gedrängt werden. Und jetzt geht es nicht nur um die Lebensqualität von Menschen, die übereinander gestapelt wohnen und sich viel weniger Platz teilen müssen, sondern es geht auch um die Infrastruktur. Wenn viele, viele Menschen im Prenzlauer Berg dazukommen durch Aufstockungen und Ähnliches, die Kitas und die Schulen können wir nicht im selben Maße mit wachsen lassen. Und auch da müssen wir solidarisch miteinander umgehen. Wenn wir den Wohnungsbau solidarisch und sozial haben wollen, dann müssen wir damit positiv miteinander reden. Miteinander reden ist ein gutes Stichwort. Worüber man nicht reden darf, ist, ökologische Systeme zu zerstören. Wenn nachgewiesenermaßen Frischluft, Kaltluftschneisen vorhanden sind, dann haben die nicht eine Verhandlungsmasse zu sein. Da gibt es im Übrigen auch immer wieder Gesetze und an die hat man sich zu halten, wenn man Planungen macht. Und zum Letzten, wenn die Frage nochmal war, ja, ich glaube, dass die Höhen, so wie in der Drucksache beschlossen, und die Ortsverträglichkeit, so wie beschlossen, in der weiteren Planung auch Berücksichtigung finden müssen. Also, Sie sagen, Sie unterstützen den Einwohnerantrag, um mal von hinten das Pferd aufzuzäumen. Gleichzeitig sagen Sie, bei allem, was besprochen wird, auch mal einen Perspektivwechsel. Wenn wir das alles in den Prenzlberg und Co. schieben, haben wir auch da wieder infrastrukturelle Probleme zu lösen und das müssen wir auch mitdenken. Es ist komplex, um es so zu sagen, und muss aus vielerlei Brille bedacht werden. Und ein Aspekt, den Sie noch mit reinbringen, vergessen Sie nicht, wenn neu gebaut wird, ermöglicht das ja auch die Finanzierung von bestimmten Dingen, die sonst nicht möglich wären und da durchaus auch mit verschiedenen Brillen drauf zu gucken und auch im Sinne der Möglichkeiten zu schauen. Dankeschön. Und dann haben wir noch Nummer 4, die CDU. Vielen Dank. Darf jetzt eigentlich Frau Anders-Granitzky anfangen, damit nicht wieder sie außen vor ist? Ich kann da ganz gleichberechtigt und emanzipiert Super. Mit umgehen und würde erstmal das Wort Herrn Kraft geben. Das ist unser Fraktionsvorsitzender in der BVV. Der Einwohnerantrag gehört in die BVV, also Gut. gehört ihm auch Alles das Wort. Klar. Danke. Also ich fange mal mit der entscheidenden Frage an. Unterstütze ich diesen Einwohnerantrag? Um ehrlich zu sein, das sind ja sogar zwei. Also wir haben einen Einwohnerantrag gemacht und haben das dann nochmal aufgehoben. Natürlich unterstütze ich alles das, was da drin steht, ist ja gar keine Frage. Ich habe den Antrag unterschrieben, da steht mein Name drunter. Also selbstverständlich. Und wir haben gestern übrigens in der BVV ja auch beschlossen, dass wir wollen, dass das alles wieder von der Senatsverwaltung zurückkommt in den Bezirk. Dringlichkeitsantrag hat super funktioniert. Also selbstverständlich stehe ich voll dahinter. Zu der grundsätzlichen Frage der Bebauung. Also vieles wurde schon angesprochen. Ich glaube, man muss, wenn man sich überlegt oder wenn man weiß, dass man Wohnungen braucht, dann muss man sich überlegen, wo ist Infrastruktur schon da und wo muss man sie neu schaffen. Und da gibt es in Prenzlauer Berg, aber auch in Pankow Flächen, wo ich sage, da reden wir seit 10, 12 Jahren zum Teil, ich rede jetzt über das Pankower Tor am S-Bahnhof Heinersdorf, da reden wir seit 12 Jahren drüber. Da könnten heute 2.500 Wohnungen fertig sein, inklusive Grundschule, inklusive Kita, inklusive verschiedenen anderen Dingen. Seit 12 Jahren schaffen wir es nicht, da etwas zu tun. Und mich wundert es dann schon auch immer so ein bisschen, wenn die Kollegen, die jetzt hier gerade regieren, also die Grünen, die SPD und die Linken, wenn sie immer so viel erzählen, was sie gerne tun würden, dann frage ich mich immer, was habt ihr denn getan in den letzten Jahren? Aber das ist eine andere Geschichte. Also, zunächst mal muss man sich die Frage stellen, hat man nicht auch da, wo Infrastruktur schon da ist, wo es S- und U-Bahnen gibt, wo es Straßen gibt, wo es Schulen gibt, baut man nicht zunächst mal da. So, wenn man zu dem Schluss kommt, man muss auch auf freien Flächen, die einen hohen naturschutzfachlichen Wert haben, bauen, dann kann ich doch aber nicht anfangen, wie am Blankenburger Süden oder hier in Karow, und kann sagen, ich will hier 4.500 Wohnungen haben und jetzt reden wir nicht mehr über die Zahl 4.500, sondern wir reden nur noch wie. Also nicht mehr ob, sondern wie. Und genauso ist das Verfahren gelaufen in Blankenburg und auch hier in Karow. Das ist völlig falsch. Wenn man das Verfahren sozusagen von dem Kopf auf die Füße stellt, da muss man doch sagen, man schaut sich an, wo sind die Möglichkeiten,
und kann dann ableiten, wie viele Wohnungen können hier entstehen. Vor dem Hintergrund der bestehenden Infrastruktur, der neuen Infrastruktur, des Umfeldes, der Menschen, die hier leben und so weiter und so fort. Also das ist das richtige Vorgehen. Und dann kommt man eben genau auch zu solchen Zahlen, weil genau das haben wir gemacht. Wir haben uns angeschaut, wie viel, also was sehen wir denn hier für Potenziale, und daher kommt die Geschossflächenzahl und die Grundflächenzahl. Und damit verbunden ist natürlich auch immer der Erhalt von bestehenden Naturräumen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber, und auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wir reden hier immer über Geschosswohnungsbau. Es gibt viele Menschen, junge Familien, die wollen vielleicht auch einen kleinen Garten haben oder die wollen im Ein- und Mehrfamilienhaus leben. Über diese Menschen redet niemand. Schauen Sie mal Familien, die nach einem Einfamilienhaus suchen, die haben in Berlin keine Chance. Die müssen alle ins Umland gehen. So, und wir haben hier genau die Flächen, weil genau das ist ja schon hier diese Struktur, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Wir haben doch hier genau die Möglichkeit, diese Angebote für die vielen jungen Familien zu schaffen. Und übrigens, wenn man dann über Geschosswohnungsbau spricht, also dichtere Quartiere, das kann man ja kombinieren, dann sind es auch intakte Quartiere. Dann muss man aber auch, und das wurde angesprochen, muss man auch eine Kombination machen aus verschiedenen Anbietern. Also dann muss es städtische Wohnungsbaugenossenschaften geben, da müssen Genossenschaften dabei sein, da musste aber auch ein Anteil von privat sein, damit diese Quartiere dann auch entsprechend stabil sind. Und das genau passiert hier alles nicht. Es wurde angesprochen, es sind nahezu alles städtische Wohnungsbaugesellschaften. Die Anforderungen an die Anzahl der Wohnungen ist da, dann ist klar, wie hoch ist denn die Qualität so dessen, was da entsteht, und wie stabil sind diese Kieze. Und das passt aus meiner Sicht überhaupt nicht zu der bestehenden Struktur in Karow. Und Karow wird von solchen Vorhaben, so wie es jetzt geplant ist, nicht profitieren, sondern wir werden an Lebensqualität verlieren. Und deshalb ganz klar, wir müssen diese Planung überarbeiten. Und dieser Antrag, den wir da formuliert haben, der ist genau, genau der richtige Weg. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr sie alle so weiter engagiert bleibt, weil dann haben wir echt eine Chance, hier für unser Karow was zu tun. Klares Ja zum Antrag. Wir haben noch Zeit, ne? Ich glaube, alles Wesentliche ist gesagt, aber auch von mir ein ganz klares Bekenntnis zu diesem Anwohnerantrag, weil ich glaube, er verbindet genau das, was wir uns bei dem Neubauvorhaben immer anschauen müssen. Nämlich nicht nur die Bedürfnisse, die die potenziellen neuen Bewohner mitbringen, sondern man muss eben auch berücksichtigen, zwingend, welche Bedürfnisse haben die bereits dort Ansässigen. Und das muss man unter einen Hut bringen. Und ich glaube, da ist der Anwohnerantrag genau so ausgestaltet, dass er das schaffen kann. Weil ich sage, wir reden hier nicht über abstrakte Dinge, wir reden hier über Wohnen, und das heißt, es ist das Zuhause eines jeden Einzelnen von uns, es ist unsere tägliche Lebenswirklichkeit, die soll lebenswert sein, und ich möchte an der Stelle auch nochmal zu bedenken geben, die muss eben auch für alle Generationen lebenswert sein, also nicht nur die jungen Familien, die hierher ziehen und bestimmte Bedürfnisse haben, sondern auch die älter werdende Bevölkerung hier im Bezirk, und dem müssen wir einfach Rechnung tragen. Also, klares Ja Ihrerseits zu dem Einwohnerantrag. Einwohneranträgen haben Sie ergänzt. Und Sie sagen, ein Aspekt sollte vielleicht auch nochmal mitgedacht werden, das Thema Wohnen im Grünen, Einfamilienhaus. So wie momentan geplant wird, tut es einfach der Struktur hier in Karow keinen Gefallen. Dann vielen Dank an Sie alle. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Klarheit hast du? Bevor ich zu der Skala von 1 bis 10 was sage, möchte ich noch mal ganz klares Bekenntnis von der Bürgerinitiative an die Politik geben. Wir sind für eine Bebauung in Karow. Wir sind nicht gegen. Und wir möchten es noch mal betonen. Wir möchten bauen. Aber eine Aussage noch an die Frau Dr. Koch. Wenn Sie mit 4 plus bauen, würden wir Hurra schreien. Aber das ist nicht das, was Sie können. Wenn Sie hier 3000 Wohnungen schaffen, wir können rechnen und wir wissen, es ist nicht möglich. Also sorry dafür, aber die Aussage kann ich nicht stehen lassen, denn entweder Sie haben sich verrechnet, und das stelle ich Ihnen nicht, ich halte Sie nicht für dumm, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Also klare Ansage, wir wollen bauen, und auf einer Skala von 1 bis 10 haben es einige rausgerissen. Deswegen würde ich sagen, ich bin ganz glücklich, dass viele sich bekannt haben. Und auch eine deutliche Absage von den Grünen kam, denn wir wollen ja hier die Bürger mitnehmen und die Bürger sollen wissen, worum es geht. Und deswegen würde ich sagen, 7. Was bräuchte es denn, damit es eine 10 wird? Dann hätte ich gerne mehr über die sozialen Strukturen gewusst. Da haben sich alle ausgeschwiegen, bis auf ganz wenige, die CDU und auch die SPD. Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu der wirklichen Umsetzbarkeit. Weil ich glaube, die Differenz zwischen dem, was gebaut werden soll, und dem, was gebaut werden kann, mit unseren Forderungen, ist ein Gap. Soziale Strukturen, ja. Und mehr Konkreteres auch zur Umsetzung. Ja.
Mit Blick auf die Zeit, liebe Elke, übergebe ich das Wort wieder an dich. Okay. Schlusswort. Also, liebe Politiker, die Sie hier alle sitzen, ich fand das einfach nur genial. Sie sind aus meiner Sicht sehr ehrlich rübergekommen. Und ich finde auch gut, dass einer sagt ja oder nein. Das ist einfach wichtig. Interessant war auch von den Bundespolitikern zu hören, was sie gerade für Themen haben. Den Tarifstreit kriegen wir ja gerade alle mit, aber Herr Mindrup, die Themen, die Sie hatten und auch bei Ihnen, Herr Frömming, das sind Sachen, das weiß man ja so oft gar nicht. Wo kommt jemand her und was hat der gemacht? Ich glaube, dass das ziemlich erhellend war. Und liebe Karoer, wer noch im Internet ist, auf YouTube oder auch wer draußen sitzt, vielleicht ein bisschen friert, es tut mir sehr leid, dass ihr draußen frieren müsst, aber wir haben leider diese Bedingungen. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Für mich ist das Ziel der Veranstaltung, war ja nicht alles aufzuklären, das Ziel war, klar zu haben, welche Partei steht für was. Und ich finde, dass das schon eine ziemlich gute Wahlhilfe gewesen ist mit den Menschen hier im Hintergrund. Die sind ziemlich klar und deutlich geworden und da hat keiner sich versteckt, fand ich. Ich hoffe, Sie gehen da mit und ich hoffe, Sie haben den Abend für sich zielführend verbracht und haben etwas mitnehmen können, auch für unsere künftige Wahlentscheidung. Ich danke Ihnen sehr. Ich möchte auf eins nochmal verweisen. Wir haben für den Verein Spendenbüchsen zu stehen, das ist okay, aber es gibt hier auch da vorne an der Tür eine kleine Spendenbox für die Stadtmission. Und wer da was reintut, ich glaube, das wäre auch ganz nett. Da hilft auch immer wenig. Sie wissen, wie das ist. Ne? Wenn 100 Leute einen Euro geben, sind es auch 100. Das muss nicht immer viel sein, aber würde ich gut finden. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich wünsche uns in Karo, dass wir uns öfter sehen. Wir nehmen auch gerne noch Mitglieder auf. Wir arbeiten sehr intensiv zusammen. Wenn Sie bei uns in den Strudel geraten, müssen Sie sagen, jetzt ist Schluss, jetzt kann ich nicht mehr. So ist das bei uns im Verein, aber ich muss auch sagen, wir haben dadurch ein großes Netzwerk in Karo und das ist auch Heimat, das ist auch Zuhause und das ist einfach schön, wenn man oft jemanden trifft, den man kennt, mit dem einen mehr verbindet, als dass man nur aneinander vorbeigeht. Und wenn wir Sie da begrüßen dürfen, würde ich es gut finden. Ach, ich soll hier rüberkommen. Entschuldigung. Das nehme ich mal als Dankeschön für uns, weil das ist jetzt wirklich so, wir haben uns unheimlich viel Mühe gegeben und Andrea, jetzt habe ich dich völlig vergessen, Entschuldigung bitte. Ach Mann, unsere Moderatorin hat sich professionell erwiesen, würde ich sagen. Ne? Danke dir. Sehr gern. Das war die richtige Entscheidung. Und jetzt wow. Gibt's noch was. Wir sind also auch nicht ganz frei von die Dame. Dankeschön, danke sehr. Ja, und auch Roger als Timekeeper, du hast deinen Job gut gemacht. Einfach klasse. Brauchmann, ist alles gut organisiert gewesen. Jetzt würde ich Ihnen sagen, kommen Sie gut nach Hause, wenn Sie noch einen Moment da bleiben wollen. Vielleicht haben die Herrschaften aus der Politik und Damen, Herrschaften und Damen, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt wieder, also ich sag mal, die Damen und Herren aus der Politik noch ein bisschen Zeit. Ja, mir geht das auch immer so, also ich kann mit diesem Gender nicht viel anfangen. Vielleicht haben Sie noch ein bisschen Zeit, dann gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, der auch noch mal eine direkte Frage stellen möchte. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hergekommen sind und dass Sie so munter geantwortet haben. Vielen Dank und auf Wiedersehen.